So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen, euer Kiki am Start. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ey, mein Mikrofon ist ja voll in meinem Gesicht, Mann. So, Bot machen wir noch schnell an, wenn der Bot aniert. Hallo, hallo, wir fliegen schon wieder durchs Flugzeug hier, meine Freunde. Bot an, zack, Kommentare rübergezogen und dann sind wir genau über Hometown gelandet. Genau über Hometown, Mann. Warum sind da so viele Leute runtergekommen? Kann man einer erzählen, was da los ist? Wir haben immerhin schon mal eine Blixen und eine NZ. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was, dude. Watson. So, dann schauen wir mal, wie viele mitgekommen sind. Oh, wo wollte er hin, Alter? Ja, aber ich bin viel lustig drauf, der Dude. Der hat so komisch da hinten gezuckt gerade, der Dude, Alter. Der hat so komisch da hinten gezuckt gerade. Das sah so lustig aus, Alter. Und wie denn mein Chat schon wieder nicht, Mann? Da muss ich mir den nächsten Chat hier öffnen. Selbst im Haus, oder? Warte kurz, ich lese mir gleich eure Kommentare durch. Erstmal schön, dass ihr da seid. Bin ihr gerade Steps? Oh, ich bin rot. Da oben ist er doch, oder? Yo, Bro, Alter, wie hab ich denn gelasert? Anderes Level. Noch ein Auto. Ja, wo ist denn? Schön, dass ihr da seid. Grüßt euch. Guten Morgen, Clemens, mein Lieber. Danke für deine 100 Channel mit Schokolade. Grüßt euch. Good morning in the morning. Martin, Falk, Thomas, Robin, André, Mikey, Daniel, Lego. Grüße dich, mein Lieber. Ruby, Ralf, Patrick, Marcel, Maxi, Stefan, Dustin und Andreas. Schönen guten Morgen, ihr. Schön, dass ihr da seid. Kiste ist schon unten. Naja, mal gucken, der Jeep ist direkt dran gefahren, fährt auch direkt auch wieder weiter. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. So. Oh, rap-a-bum-bum. Oh, rap-a-bum-bum. Moin, Internet noch stabil? Noch ist es stabil, die. Noch läuft alles perfekt. Perfekt, kann ich sagen. Perfekt, Dude. Ah, für eine Drohne reicht's nicht. Da fehlen noch 100 Attacken und die haben wir jetzt hier gefunden. Also kommt mal Drohne, gehen Sie Ballon und machen Attacke. Yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, yalla. Brauche Aufklärung. Okay, hier rechts sind drei Leute genau vor mir. Warum sind die auf einem Dreierhaufen? Moin, Yannick. Melle, grüße Kai. Ja, ausgeschlafen. Colin, grüß dich. Ausgeschlafen kann man so sagen, ja. Der Hund hat gekotzt. Und somit war ich auch wach. Bro! Hohen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Wann machst du eigentlich mal Urlaubwechsel? Was soll ich einen Urlaub machen? Kann ich mir gerade nicht erlauben, leider Gottes. Weißt du nicht, was ich machen soll, der Urlaub? Single-Urlaub, denn höchstens. Egal, da. Momentan ist alles am Abfacken. Mann, Erik, Mikey, grüße ich. Sind man überhaupt gestorben, Mann? Das kenne ich zu gut, danach kann man nicht mehr schlafen. Meinst du, dass danach kann man nicht mehr schlafen, wenn Hunde kotzen, meinst du? Ja, na, sowieso nicht. Wenn du immer wach bist, dann bin ich wach. Ich weiß bloß nicht, wo mein scheiß Entkalker für die Kaffeemaschine hin ist, Digga. Ich will den Kaffee nicht mehr saufen, wenn er in Kalken steht, ey. Das steht jetzt schon seit über 3 Monaten, da jedes Mal drücke ich auf Abbrechen und trinke trotzdem Kaffee. Jetzt habe ich mir einen Kalker bestellt vor 2 Monaten, ich weiß nicht, wo der hin ist. Keine Ahnung, Bro. Wie ist hier bloß, dass hier bald der Haussegen ganz schief hängt bei uns, das kann ich sagen, Alter. Mach mich doch nicht zum Affen, warum soll ich der Trottel sein hier langsam? Nee, sorry, Leute.
Eben, was, ich jetzt auch, was sind das jetzt? Meine Waffen habe ich wenigstens noch. Jetzt brauchen wir so eine Platte, würde. 50 Schuss im Mech hat er mir drinnen gelassen. Naja. Wenigstens was, so eine Granate. Die wollen ja noch nicht hier komplett looten. Alles klar, alles klar. Mega. Alter, bist du sexy, Bro. Okay. Kaliniengewehr ist wieder am Start. Läuft gut. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Läuft alles gut. Der Kampf beginnt. Aufgepasst, Soldat, du bist dran. Guten Morgen, Alexandra. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du. Moin, Thorsten. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Ah, schwierig. Kopf ist momentan nicht wirklich frei für Stream und Zocken, Alter, gerade. Ich bin gerade momentan so angepisst von der ganzen Situation. Allgemein Situation. Na, mal gucken. Mal schauen. Mashallah, Bruder. Nils, grüß dich, mein Lieber. Good morning, in the morning. Schön, dass ihr da seid, ihr lieben Leute. Schönen guten Morgen, Hamburgis. Wir sind jetzt überhaupt gestorben. Ach, sind die auch da hinten gestorben vom Schneider? Wieso? Wir sind noch drinnen. Yo, man. Wir sind genau hier vorne gestorben. Wenn der Sniper nach oben im Turm ist, könnte ich ihn ja versuchen wegzulasern. Was habe ich aber für eine Waffe? Die NZ. Könnte ich machen. Könnte ich probieren. Mal, ob der Spaß hier noch da oben sitzt. Ja, wie gesagt, jetzt sind meiner Frau gerade alles so ein bisschen in verschiedene Richtungen geht, sag ich einfach mal so, um das höflich auszudrücken. Der ist hier nicht mehr oben. Da tut es einfach nur meinen Sohn leid, der extrem dolle sogar. Also, so klein wie er schon ist, er kriegt alles mit. Jeder hat Probleme zu Hause, in der Beziehung oder sonst irgendwas. Genau. Aber irgendwann, weißt du auch nicht, wie es weitergeht halt. Digga, woher weiß er das denn, dieser kleine Nuttenbengel, Digga? Siehst du, kannst du eigentlich helfen? Ich kann kein Warzone oder allgemein kein CD mehr spielen. Mein WLAN ist an, aber wenn ich Warzone im Hauptmenü in Einstellungen bei Verbindung gucke, geht keine Verbindung. Wie kann ich das beheben? Muss ich das Game installieren? Ja, du. Bist du, denke ich mal, jetzt PC oder was, Kai? Michael, grüß dich, guten Morgen. Was geht, Nils? Wie geht's dir, mein Guter? Sonderfan, grüß dich, moin moin, Bro. Ja, los jetzt, Mana. PS4, das ist schwierig. Ja, das weiß ich, Stefan, Digi. Aber wie willst du das beheben? Jetzt auf Beziehung, auf Krampf. Wenn sich hier nichts ändert, das weiß ich auch nicht, ob das das Beste ist, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht mehr. Jetzt irgendwie ein Furz. Eine Taschenmuschel hier, das Ding. Erster Urlaubstag, seid ihr gegönnt, Claudi, meine Kleine. Moin, Christian, grüß dich. Es wird schon mal zu warm hier drinnen gerade. Holy crap, dude.
Bro, Bro, Bro ist alles, was ich habe. Naja, Stefan, du weißt ja ungefähr, was ich meine, Digi. Dann weißt du ja ungefähr, was ich meine, Mensch, Schnucke. Soll man jetzt hier überhaupt in Sniper Supportwaffen drinne? Bock ein bisschen zu snipen eigentlich heute. Dorian, Digi. Meine Frau. Das sind schon 3 Tage zu viel. Moin, Vanessa, grüß dich. Ja, das stimmt, Dorian, da hast du recht, da hast du recht. Das Ding nicht herwackelt, das kannst du knicken, Alter. Moin, Benjamin, grüß dich. Guten Morgen, Mario. Benni, mein Schnuckel. Vielen Dank, dass wir deine 50 Sterne haben, Mutti Brudichen. Vielen lieben Dank, Dude. Vielen lieben Dank. Die Blumen. Lieben Dank. Dann lieb von dir. Oh, Digga, Bro. Wenn du angeschossen wirst, hast du keine Chance mehr, was zu treffen, Alter. Ari, grüß dich, mein Guter. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. Dankeschön, Stefan, mein Lieber. Dankeschön, Schnuckelhase. Das ist lieb gemeint. Fliegen wir dahin, Arsenal oder what dudes? Arsenal. Patrick, grüß dich. Das fühlt sich aus, Lucky Putzi. Okay, dann guck ich da erstmal. Wir gehen erstmal Arsenal runter, Dude. Aber das finde ich so eklig warm heute, oder was haben die für ein Wetter angesagt? Ey, das geht doch gar nicht gerade. Fängt jetzt schon an, wieder warm zu werden. Was sagt der Wetterdienst hier bei uns? In der Burg. 30, auch heute 36 Grad. Ach nee. Ach nee. Nicht heute ist so warm, Alter. Das ist doch kacke, Leute. Das ist doch richtig kacke, Mama. 36 Grad. Es geht. Nice. Da wird alles gerade dann gesagt an das Leben, meine Freunde. Wir haben schon mal eine Bunkerkarte. Eine geile Bunkerkarte. Olak-Zugang. Ja, und nichts ist. Digga, was macht er denn da? Macht er einen Shuffle oder was? Ich habe meine Platte gefunden hier. Das hier gewesen hier, STV. Ja, wir haben schon gute Flawless-Waffen, Alter. Die haben eine Purple Ridley und eine Purple Valgon. So. Hier unter mir ist auch einer. Ich werde mich zu stirben. Da müssen noch einer unter mir, oder nicht? Weil ist das krass. Durch die gestiegenen Strompreise, Wasserkosten und Gaspreise haben teilweise schon in Deutschland bei einigen Vermietern warm Wasser nur auf Zeit begrenzt und Heizung sollte ausbleiben bis September. Das haben die Vermieter so angegeben, bei über 600 Haushalten in Deutschland. Ey, überleg doch mal. Da geben die Vermieter jetzt an, wann du duschen kannst und darfst und sollst und wann du die Heizung andrehen darfst. Von 13 bis 14 haben das... Ja, das ist doch krank, Mann. Wo sollen das noch hinführen, Junge? Also, keine Ahnung, Mann. Du verlierst dein Boden. Bewegung.
Jo, wollen wir mal zur Kiste kicken? Warum habe ich jetzt mit der Ridley oder Whiteley oder wie auch die Scheißwaffe immer heißt? Warum bin ich jetzt mit der Waffe aufgestiegen? Oh, Bro! Bro! Oh, ist das knapp, Junge! Wir müssen run. Wir müssen run, Dude. Oh, 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 oh. Ja, Kevin ist so, Digga, aber richtig. Da kann man froh sein, dass man einen Eigenheim hat. Da kann man richtig froh sein. Lass mal Platten kaufen, Leute. Platten kaufen, bevor der Dude wieder kommt und mich wegsäbelt. Lasst mich hier in Ruhe. Ist doch komplett ungelootet oder was? Ja, geht doch nochmal zurück. Feindliche Drohne ist aktiv, ist noch gut, Bruder. Das ist noch gut. Nicole, grüß dich. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel auf den Chat geachtet, Mann. Jo, fetten Fick-Camper schon wieder hier am Start. Ah, oh, nee, Junge, Alter, leck mich doch fett, Alter. Leck mich doch fett. Nee, nee, nee. Moin, Marcel, grüß dich. Schnucklase, vielen Dank für deine 50 Sterne. Schön, dass du da bist, Bro. Hallo, hallo, Dude. Größte Five hat man doch als Chefin in Europa hingesetzt. Naja, gut. Gibt's mehrere, das ist nicht nur eine Pfeife. Aufgepasst, Soldat, du bist dran. Da-di-da-di-da-di-da. Es geht, Marcel. Könnte besser sein. Wie geht's dir, Schnucki? Stefan, guten Morgen. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück auf so, dann schauen wir doch mal, ob wir einen Gulasch schaffen. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Die hocken rum an derselben Stelle, die Dudes, Alter. Marcel, grüß dich. Da sind wir jetzt gestorben, da unten auf dem Boden. Das willst du nicht machen. Ich war nicht nochmal neu zu looten. Wir versuchen den jetzt einfach zu holen, den Dude. Die Wärme fickt hart, Digga. Hab ich nie mit gerechnet, dass es heute immer so warm wird, Mann. Morgen wird es dann wieder 10 Grad kühler sein oder 11 Grad. Ja, unsere Waffen haben wir schon mal wieder. Besser als gar nichts. Irgendwo ein Kopfgeluft doch mal anders. Zone kommt doch auch gleich an. Da kämmt einer den Ballon wieder ab. Hello, hello. Oh. Ja, das heute, denke auch, dass heute Gewitter kommen. Gerade wenn es morgens wieder abkühlen sollte, gibt es ja wieder diese Hitze. Diese Hitzegewitter. Ich glaube, wohin wollte ich denn jetzt hier mal noch? Moin, Svenny, grüß dich. Junge, ist doch gut auf die Schnellen.
So. Wir haben mal gehärtet gefunden, das ist sexy, schon mal sehr, sehr gut. Ich hatte hier einen Einkaufswagen geschmissen, da haben wir die Brudy. Links fährt ein Auto, versuchen wir den irgendwie zu holen. Da fliegt auch einer runter. Hä, wir müssen hier bei Logi, wir sind komplett vorbeigelaufen hier. Guck mal, was da abgeht. Ist der Jeep das gewesen, gerade angehalten hat unter mir? Nee, der steht immer so da. Da fährt das Auto. Der wird angesniped von dem Dude da oben, Alter, so ein Dreckscamper, Mann. Das fühle ich, Brody, das fühle ich doch mit dem scheiß Window, Bro. Das fühle ich doch, mein Guter. Ja, es sniped immer noch vom Berg. Du nervst mit deiner verhurten Sniper, du Dödel, Alter. Hier, Rucksack noch gefunden. Von wo denn eigentlich? Und wo schießt denn du eigentlich, Bro? Feindliche Drohne ist aktiv. So, mein Freund. Ey, grüß dich, grüß dich. Machst du da Urlaub oder was, Bro? Ich bin diesen Sommer echt noch froh an der Nutze zu wohnen. Das kannst du glauben, Digga, Alter. Da kannst du echt froh sein, Bro. Hier fährt doch das Auto wieder. Hier fährt doch das schmuddelige Auto. Wir sind im Shop oder wo will er hin hier? Ein Claymore hat er wieder gesetzt. Ein Claymore, Junge, du Dödel. Dörrer. Reicht das für eine Drone? Für den nächsten Huron Zone? Wir hauen uns raus, wir gucken immer, was wir da haben. Da haben wir hier noch einen. Naja, und rechts oben auch noch. Der ist unter mir, der sitzt aber auch nicht am Fenster, der sitzt da im Ausgang. Oder was macht der da, Digga? Warum campen die alle so eklig, Bro? Er sitzt da immer noch am Fenster. Wo schießt der denn hin? Wo hat denn der jetzt hingeschossen, Digga? Ist doch keiner, Alter, Bro. Wo hat der hingeschossen, Junge? Guten Morgen, Mine, meine Kleine. Wie geht's dir? Ja, was ist denn hier der Gegner? War ja keiner gewesen, oder was? Spritze, warum habe ich überhaupt das Ding da drin im Manos? Wenn weiß es nicht, man munkelt. Moin, ach ey, ohne Scheiß, Roland und alle anderen. Es ist so super, dass ihr jeden Tag fragt, wie es mir geht. Momentan geht es mir leider nicht so gut, weil zu Hause sehr, sehr viel Stress ist bei uns. Und es nicht so läuft, wie man das erwartet hat. Und irgendwann ist man auch so an dem Punkt angelangt, Digga, dann ist ja nicht... Da will man gar nicht mehr unbedingt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schwierig zu erklären. Ich liebe meine Familie, ich liebe vor allem meinen Sohn über alles, Alter. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie alles weitergeht. Gerade dieses Containerhaus und alles, das ist mir gerade einfach so scheißegal. Das ist so nach hinten gelegt. Und ich werde auch nicht das Haus hier verlassen, Alter. Wie Geld und Arbeit und Zeit investiert hier. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Deswegen bin ich aber gerade ein bisschen mit dem Kopf Gedanken woanders. Aber ich freue mich sehr, dass ihr jeden Tag hier fragt, ihr süßen Mäuse. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich hoffe, euch geht's gut. Also feindlicher Soldat in der Nähe. Oh, oh, Digga, Bro. Wo war der? Nee, nicht auf dem Stream, Digga. Immer auf Privatleben zu Hause momentan, Digga. Aber da kann ich euch nicht, soll ich euch da erzählen, Digga, man darf niemals über eine Person schlecht reden, die nicht im Raum mit hier ist, und ich würde niemals meine Frau oder mit irgendwen schlecht reden, das macht man nicht. Jeder hat seine Macken, jeder hat auch Fehler, aber ich weiß nicht, ob das dem Kind auch so gut tut auf Dauer.
Man darf niemals von dem Kind streiten, das niemals von den Kindern zeigen. Aber auf Dauer, ich weiß nicht, ob das nochmal alles so wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gerade einfach nicht einfach. Es ist nicht einfach momentan, Leute. Hallo Shelly, grüß dich. So, wo sind denn jetzt hier die Gegner, Digga? Es leben nur noch 15 Gegner auf der Zone, Bro? What? Und gestern war ja schon angeblich wieder viele Cheater am Start. Aber 15 Leute auf der Zone? Dankeschön, ihr lieben Mäuse. Vielen, vielen Dank. Muss ich schaffen, alleine für meinen Sohn, Mann. Hier, guck mal. Ist da hier noch einer? Och, Diggi. Yo, Bro, Mann. Gib mir den mit deiner Hand hier. Gib ihn. Gib ihn, gib ihn. Blöde. Schieß von hinten noch auf die Fresse. Digga, bin ich jetzt hier der Dumme oder was? Jo, ich bin der Dumme. Ich bin der Dumme, kein anderer. Jo, ich bin der Dumme. Wie mein Sandwich, Alter. Das wünsche ich dir auch, Marcel. Vielen lieben Dank, Schnuckelhase. Na, kommt der jetzt hier gegenüber rein? Warte mal ab, Digga. Warte mal ganz kurz ab, Bro. Wo ist der? Der hat mich so krass gehört, oder was? Der Busfahrer, ich den Namen schon lesen, kann ich mal kotzen, Alter. Das ist lieb gemeint, Tobias, mein Lieber. Das ist wirklich sehr, sehr lieb gemeint. Aber manchmal, vielleicht will man das auch gar nicht mehr, Digga. Keine Ahnung, weil man einfach zu oft schon die Scheiße durchgemacht hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr wisst ja gar nicht, was los ist. Das sollt ihr auch gar nicht wissen, weil es privat ist. Das ist Privatleben. Ja, also genauso wie ich oder ihr nicht, ja, euer Privatleben so teilen möchte ich das auch nicht. Ich sag euch einfach bloß, was los ist, so ein bisschen, dass ihr vielleicht manche Züge hier im Stream von mir mehr versteht, als wenn ich jetzt sage, mir geht's gut. Und dann bin ich vielleicht mal ein bisschen maulig, grummelig oder sonst irgendetwas. Aber es hat halt nichts mit euch zu tun, dass ihr das nur wisst. Das Problem, wenn du Menschen hast, die dir noch gut zureden, ja, obwohl du Fehler baust, sind das die falschen Menschen an deiner Seite. Und wenn ihre ganzen Freundinnen schon sagen, also dass es nicht richtig ist, was er macht, ich weiß nicht, dann muss man da irgendwann mal aufwachen. Mir geht's nur um Tim. Mein kleiner Timmy. Papa kümmert sich. Papa wird sich kümmern müssen.
Bro. Bro, Bro, Dude. Schieß einfach auf den Sack, dass das noch von so viel nicht anerkannt wird, was ich hier mache. Ich rede ja nicht von euch, sondern von meiner Familie, von meiner Freundin, von vielen anderen, von meinem Bruder. Und ich spiele ja nur. Ich spiele ja nur. Das ist kein Spiel, das ist Stream, das ist mein Beruf, verdiene damit mein Geld. Versteht ihr, dass früher euch 12 Stunden auf dem Bau arbeiten, jeden Morgen um 4.45 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr war ich da und dann war ich zu Hause 18 Uhr, Dicker. 12, 13, 14 Stunden. Da hat es niemanden gehört. Wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde länger streame, dann ist gleich wieder Land unter, Digga. Das geht so nicht mehr. Die Leute müssen mal verstehen, dass das mein Beruf hier ist und nicht irgendwo so Spaß. Meint ihr, es ist auch Spaß, teilweise abends mit 40, 50 Grad im Raum und streame aus Spaß? Teilweise ist es einfach Geld verdienen. Natürlich streame ich aus Spaß. Natürlich macht mir das Spielen Spaß in der Stream. Trotzdem ist es aber auch mein Beruf. Und wer das nicht peilt und das nicht sieht, der wird es nie verstehen. Der wird es nie verstehen, weil immer wieder dieselben Diskussionen aufkommen. Ach, du spielst ja nur wieder. Ja, natürlich spiele ich nur wieder. Na klar. Das ist halt immer dasselbe. Mann, 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 Alter. Das ist immer nur Spielen, das ist alles so einfach, weil dann soll doch jeder selber spielen und damit sein Geld verdienen. Für mich ist das nicht nur Spielen. Das ist nämlich das meine, für mich ist das eine Familie, ihr baut mich auf. Das ist das Wichtigste überhaupt für mich oder eins der wichtigen, die man überhaupt jeden Tag den Stream anmache. Und für mich ist es einfach Ablenkung, mein Hobby. Und ich verdiene damit jetzt immer mein Geld, dann damit meine Familie, die verschiedenen, bis das Kinder daran steckt, dass es mal eine halbe Stunde länger mal geht. Ja, ich weiß, Digga, ich weiß, was du damit meinst, Tobias. Das ist auch richtig, was du sagst, aber du bist halt nicht, was bei uns los ist, Bro. Für manche Sachen, da gibt es halt einfach keine Kompromisse. Für manche Sachen gibt es einfach keine Kompromisse. Wenn man schon zu viel Kompromisse eingegangen ist, dann irgendwann ist Schluss mit lustig. Aber das ist jetzt auch nicht Thema im Chat hier, Leute. Das ist verliebt gemeint, das weiß ich jetzt zu schätzen, wirklich, wirklich ehrlich. Aber jetzt, let's go, wir machen jetzt ein bisschen Gameplay, Dude, und dann geht's dann los mit den Subgames. Ich finde die Bixen echt sexy, aber irgendwie bin ich, glaube ich, doch lieber Marco. Weil, wo ist denn der Dude hier hingeflogen? Der war doch irgendwo ein Dude, oder nicht? Hä? Oh, Bro. Alter, ich gucke auf dem Feld. Hier gleich weg. Ja, das meine ich ja, Stefan, Digga. Ich muss auch mal versuchen, gute Laune zu haben, was so nicht einfach immer ist. Aber ich versuch's. Ist ja nun mal nicht so, das ist, ich habe meine Rente deswegen gekündigt, Alter. Und das ist halt so, wenn man einen Tag krank ist, kann ich nicht einfach zum Arzt rennen und einen Krankenschein holen. Dann kriege ich halt einfach den Tag, in dem du nicht bezahlt, das ist ja normal. Das soll ich noch was bezahlen, wenn ein Teacher nicht da ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja okay so. Aber das ist halt immer nicht so einfach wie bei anderen, dass du zum Arzt gehen kannst, sagen kannst, mir geht's nicht gut, ich bin mal 2 Wochen krank geschrieben. Das geht bei mir nicht. Monikister, Moment, Thomas, grüß dich. Dankeschön, Markus, Digga. Das ist ja das, was ich meine. Es bringt Essen auf den Tisch. Ja, und letztendlich bin ich ja hier nun mal, das ist auch überhaupt nicht schlimm und nicht arrogant oder blöd, dumm gemeint, Alleinverdiener. Und ich ernähre damit meine ganze Familie. Weil meine Frau muss sich auch um die Kinder kümmern. Das ist auch gut so, weil es ist nicht einfach. Ja. Alleinerziehende Mutti, die ein Kind großzieht, das ist nicht einfach, Leute. Ich weiß, dass das ein 24-Stunden-Job ist. Das muss man allen Muttis hoch anrechnen. Ja, aber... Naja. Silvio, grüß dich, mein Schnuckelhase. Das wünsche ich dir auch, Brudi. Rocco, Peru, Mahlzeit. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch, Herr Mudis? Wie geht's euch, Dudes? Wir müssen langsam zur Kiste vordringen. Eindringen in die Kiste. Wir müssen in die Kiste eindringen, meine Freunde. Ey, Digga, ich schwitze jetzt schon langsam und es ist nicht mal richtig Sommer, Alter, oder was ist das? Das wird noch richtig warm heute. Wir haben 6-7 Grad angekündigt, hier nochmal schöne fette Hitzegewitter. Muss ich mal ein bisschen Haus und Hof sichern. Digga, ich fühl's doch schon wieder. Man campt doch nicht! Du Nuttensohn, Digga, Alter. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Sie sind bereit für den Kampf. Aufgepasst, Soldat. Du bist dran. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Doch wenn du verlierst, war's das. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Digga, wie kann er mich noch fast losschießen, Dude?
Dankeschön, Kevin, Nicole und Dominik, ihr lieben Mäuse. Vielen, vielen lieben Dank für eure Sterne, lieben. Schön, dass ihr da seid. Freue ich mich sehr drüber. Hey, Brudi, wie sieht es aus? Laune schon besser? Meine Laune ist nicht schlecht, Digichen. Die Frage hast du falsch formuliert. Meine Laune ist nicht schlecht, Brudi. Einfach, muss man hören, nicht einfach. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, ihr Lieben. Aber meine Laune ist nicht schlecht. Da unten, Digga, ich muss meinen Monitor putzen, Digga. Das sah schon aus wie ein Gegner, das ist ein Dreckfleck. Kämpft jetzt immer noch die Kiste ab. Wer will über Wetten einsetzen, Freunde? Wir müssen mal zum Shop lieber gehen und dann mal Platten kaufen. Brudi! Der wird schon noch die Kiste abkämpfen, der Duden. Ich habe Angst. Wir müssen irgendein Gewehr mitnehmen. Oh, hier haben wir eine, oh, eine Lila und eine Marco. Das wird schon Mine, das ist ja recht, meine Kleine. Da liege ich. Da liege ich, Mann. Und Bro, einfach so. Noch zwei Kisten liegen da. Wo ist der Dude, Bro? Wo ist der Dude? In welchem Busch? Der Busch ist ja übelst genial. Guck. Ist da einer? Digga, ich glaub mich, bin gleich wieder tot. Ich merk's ja schon wieder. Da ist irgendein Fenster und irgendein scheiß Hochhaus. Zack. Weg bin ich, jawohl. Genau. Ja, genau, raketenwerfermäßig. So, dann renne ich einfach weg, du Hobbit, Digga. Ich wusste doch, dass... Ach, was? Der Preti trifft mich noch? Ey, was? Ich bin noch so weit gelaufen, Bro, Alter. Wie kann mich der Brixi noch treffen, Digga? Ich bin so weit gerannt von der Kiste aus. Digga, was? Ich bin ja auch in die Linie reingelaufen am Brixi wahrscheinlich, Alter. Ich fick mich selber, Alter. Dankeschön, Dankeschön, ihr süßen Mäuse. Ich hau die Kohle raus für die gute Laune Sterne. Dankeschön, Beru, Vanessa, Christian und Patrick, ihr Lieben. Moin, moin. Vielen lieben Dank für euren Support. Vielen, vielen lieben Dank für eure Sterne. Und schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Gute Laune Sterne, ihr seid geil. Ihr seid doch geil, Leute. Ihr seid einfach die geilsten Harmonis, wirklich. Schön, dass ihr da seid. Was zu trinken, eingießen, Dudes? Nee. Nee. Mann, Brudi. So, kurz Sprachnachricht ab und ein. Papa, hat das wohl ein Peisen am Arsch? Wahrscheinlich, Diggi, wahrscheinlich, Roland, Digga. Das Ding war kein Brick, das war eine Lenkrakete. Im Arsch. Ach, Harry muss gleich wieder im. Harry muss gleich wieder übertreiben, Diggi. Lass mir doch den Ding im Arsch bleiben, Mann, du Arsch. Scheiße, nee, Alter. Ey, wie lang geht denn der Brezi? Der Brezi kann ja nur in meine Richtung gegangen sein, geradeaus. Digga, ich war so weit weg, normalerweise würde mich niemals der Brezi mehr treffen. Und ich habe so Pech gerade. Ach, der Arzt haut wieder raus, oder was, Diggi? Hey Stefan, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank für deine Gifte. Zaps mal Ehren, Stefan, in den Chat, Leute. Er hat 5 Gifte Zaps rausgeballert. Er muss aber was kommen, meine Freunde. Ehren, Stefan, in den Chat. 5 von euch kriegen Gifte Zap geschenkt. Vielleicht bleibt einer hängen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich wohl bei uns hier in der Familie fühlt, meine Freunde. Heute wieder Subgames. Heute Abend dann wieder Ladies Night. Ladies Night, Dude. Wenn's Internet nicht ausfällt. Man weiß nicht, man munkelt am Budis, man munkelt. Alter, verwarte. Digga, mein Aim ist kacke. Bro. Ey, guck mal, der war noch Schildbreak, Digga. Die Waffe ist echt böse, Mann. Guck mal an, der war noch Schildbreak, der andere Dude. Und ich war schon übel low. Ja gut, so low war er dann auch wieder nicht, Alter. Danke, ciao. Den schaue ich dir wieder zu. Das ist schön, danke schön, Stefan, mein Lieber. Franco, moin, moin, Bro. Mirko, Mahlzeit. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind.
Das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Geldlieferung im Anflug. Sind ja auch bei Subgames, Brody. Ich weiß nicht, wie du da Rangers ballern willst und wann. So. Sehr schön, ich freue mich auf die Stefanie, meine lieben Freunde. Nico, grüß dich, mein lieber Domi, moin moin. Der Benauer, ne, der Domi, das ist ja nicht bei Hometown, das ist bei Powerplant, liegt eine Geldkiste. Ey, Bro, ich mache mir gleich mal eine Schüssel mit Eiswasser drin, schön kaltes Brunnenwasser rein und dann Fußbad wieder. Darf bloß nicht umkippen, der Scheiß. Der Scheiß darf bloß nicht umkippen, Mana. Jo. Hinter mir ist da einer, oder? Jo, genau, hinter mir fliegt einer mit, Digga. Bist du wieder ein Steam-Sniper oder ist das hier ein richtiger Gegner? Feinde landen im Einsatzgebiet. Der landet im Einsatzgebiet, aber noch irgendwo einer. Die Bar könnte ich auch mal wieder zocken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine Close-Waffe gehabt, der Dude, eine Blixen. Ob irgendwo ist noch einer auf dem Dach oben drauf oder nicht? Ich schmeiß einfach mal das Ding jetzt hier so hin. Nö. Okay, ist doch gut, Bro. Das ist eine schöne Mine. Und kannst du nicht mitmachen, meine Kleine? Wir Kinder zu Hause oder was? Und das gehört für eine Rakete. Digga, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich so Pech habe gerade, Digga. Es kann nicht sein, dass ich so Pech habe gerade, Bro. Hätte ich die scheiß Cooper gehabt oder Bren oder die scheiß Waffe, das hatte ich überhaupt. Ich hatte, was habe ich aufgehoben gehabt? Ich wüsste gar nicht, Alter. Was habe ich denn aufgehoben? Die Bar, Alter. Der wäre der tot gewesen, der Dude. Ich habe echt gerade Pech. Das ist einfach nur Pech hier, Bro. Verspottet ihn gerade, oder? Niemand gehört! So gefühlslos geworden. Hau ich mir mal so eine Dings dahinter. Bringen wir die Sache ins Rollen. Hm. Mach dich bereit zuzuschlagen. Ich hab noch von dem Präzisionsluftschlag noch ein paar Splitter im Auge gehabt gerade. Ich konnte nicht richtig gucken. Ich hoffe, Sascha, Rafa, grüß dich, mein Schnucki. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du. Hört sich ein bisschen pervers an. Ich konnte zwar nicht so richtig aktiv damit machen, aber ich würde euch zuschauen. Der ist rechts irgendwo noch, oder? Bro? Was macht der? Wo war der? Da wird ja ein 3-Jähriger und einen Monat alten Kleinen. Das ist ja niedlich, ey. Volli. Ja, gut, dann hast du mal viel zu tun. Aber du hast bestimmt auch einen Mann zu Hause, der ein bisschen unterstützt. Aber ich habe euch gesagt, eine alleinerziehende Mutter oder generell auch Kinder kriegen ist einfach. Aber wirklich nicht um die Kinder zu kümmern, das ist echt gut ab. Gut ab. Muss man hoch anrechnen. Digga, es ist. Kann einer mal nicht die Kippen schnappen, Mann! Bro! Bro! What the hell? What a fucking goody fucking gunman! Stop fucking camping! God damn it, dude! Es ist nicht normal, oder? Jeden Wichser Fatzen so und campt die Kiste ab. So langsam drehe ich hier wieder voll am Rad, Mann. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, Bruder. Ja, Timmy schläft auch nie durch, aber wie gesagt, schlafen habe ich auch extreme Probleme mit. Schlafen ist für mich auch schwierig. Frau kümmert sich am Abend sehr gut um Timmy. Alter, Digga. Müsste mal einen neuen kommen. Also für alle, die jetzt Tastatur, Controller, Auto haben, dieser komische Glipperball, von welcher Firma ist denn das, Alter? Das ist hier. Da steht Cyberclean drauf, kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich jetzt schon ein paar Monate und der reinigt immer noch absolut geil. Meine Tastatur, mein Astro-Headset, alles, Digga. Das sieht so krass clean danach aus. Also es gibt wahrscheinlich viele davon, aber das Ding ist wirklich der Hammer, Alter. Da habe ich jetzt schon Cannabis-Tabak hier dran kleben, Alter. Das ist, macht so sauber die ganze Zeit. Nochmal. Ich einmal drüber über meine Knöpfe. Das sieht so ein bisschen pervers wieder an, okay. Zweideutig, dreideutig.
kann man auch als andere Sachen noch nutzen. Ja, ihr könnt damit auch quasi das hier so einfach reinstecken, das Zeug, und dann könnt ihr die auch quasi. Muss man aber nicht. Also ist jetzt bloß eine Empfehlung meinerseits. Leute, nee, ich komme hier nicht mehr fit. Ich muss meinen Monitor mal sauber machen. Wir fangen um 12 Uhr an mit Subgames. Und dann schauen wir mal rein. Dann schauen wir mal, Dude, was da geht. Hoffentlich ist ja nicht so eine lange Wartezeit jetzt schon wieder. Ey, Bobby, grüß dich, Schnucki. Mike auf jeden Fall hilft, wenn er von Arbeit heimkommt. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Cyberclean? Ich habe jetzt auch so ein Ding, wie gesagt, bestellt gehabt. Ein Aeropress. Es ist für Kaffee. Wenn ich das mal ausprobieren wollte, für unterwegs. Oh, ich habe da irgendwie Bock drauf im Winter, wenn ich dann immer im Fahrrad fahre oder spazieren gehe. Dass ich mir dann im Wald einfach einen Kaffee mache mit meinem Campingkocher. Kennt ihr die Aeropress? Da macht er dann ganz normal so zwischen 15 und 25 Gramm Kaffee rein. Dann macht ihr so ungefähr 92 Grad heißes Wasser rein. Wartet kurz eine Minute und presst das Ding in die Tasse rein. Das ist absolut geil. Da kann man auch viel mit arbeiten, indem man die Zeit halt ein bisschen variiert. Dann wird der Teil, je nachdem ist ja klar, wenn der Kaffee länger zieht, wenn umso stärker wird er, umso bitterer schmeckt er auch. Und dann habe ich mir noch so ein Cold Brew. Das heißt, so ein Cold Brew Flasche bestellt. Dann machst du einfach ganz normal auch wieder deine 15 Gramm Kaffee rein oder 20 Gramm. Lässt die 12 Stunden im Kühlschrank stehen und kannst das ganz genüsslich trinken. Das ist auch geil. Habe ich Bock drauf. Ich will ein bisschen was testen. Weil ich trinke gerne Kaffee. Deswegen bestelle ich mir auch immer viel besonderen Kaffee und gucke nicht im Edeka ein. Weil ich immer gerne viel teste, Leute. Ich bin so ein Kaffeetester, kann man sagen. Da will ich mal gucken, wie das funktioniert. Werde ich euch natürlich zeigen. Ich liebe das, Digga. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, wenn man diesen Aeropress benutzt. Dann am besten zwei Filter nehmen. Vorher nochmal ausspülen mit heißem Wasser, damit man den Papiergeschmack da nicht drin hat. Und dann richtig frisch gepressten Kaffee draußen im Winter in den Wäldern kommt der Herr, der Teacher. Da stehe ich richtig drauf. Ja, Kaffee muss schmecken, Digga. Genauso wie Alkohol. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der oft Alkohol trinkt. Selber lang. Ich trinke nicht oft Alkohol, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich Alkohol trinke, wirklich nur das, was schmeckt, Digga. Ich würde niemals jetzt zum Beispiel, wenn ein Kumpel kommt, sagen, hier, wir trinken Goldkrone, würde ich Goldkrone mit ihm trinken. Also im Leben nicht. Merkt ihr das, wenn der Sniper mich anvisiert und ich treffe nur einen einzigen Schuss, der trifft danach nichts mehr, der trifft nie wieder was. Das haben sie echt versaut mit dem Snipen, Digga. Das war früher nie so. Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. Ja, was heißt die Qualitätsmarken? Das kann man ja nicht sagen. Du hast ja nicht alles durchgetestet, Digi. Es gibt ja richtig Kaffee, zum Beispiel Limo. Absolut geilste Empfehlung. Könnt ihr mal probieren. Digga, wenn du wirklich ein Genießer bist und wirklich Ahnung hast von Kaffee und Digga, das Aroma schon riechst und die Bohnen selber malst, frühst, Alter, das ist das ganz andere, Digga. Ich meine, das ist aber auch Geschmackssache, Bro. Das kann ich gar nicht verneinen. Wenn dir das besser schmeckt, ist das dein Geschmack. Natürlich, Bro. Das glaube ich dir auch. Servus Michi, grüß dich. Aber wie gesagt, wenn du einmal Limo-Kaffee getrunken hast oder halt, ich kann euch das mal zeigen, welchen Kaffee ich nicht zu Hause habe. Da gibt es extra Kaffee, die nimmt man für Cold Brew Rezepte. Wie man das ausspricht, keine Ahnung, halt kalter Kaffee ist immer in geworden. Aber es ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel Kaffee kocht und den dann kalt werden lässt. Das ist was ganz anderes. Ihr müsst das wirklich kalt im Kühlschrank machen und 12 Stunden ziehen lassen. Dann habt ihr auch viel, viel weniger Bitterstoffe drin. Und das schmeckt überhaupt komplett anders. Oh, Digga. Hallo? Wo ist der hin? Jetzt klettert die Leiter hoch. Egal. Ja, Kaffee ist nicht gleich Kaffee, ist so, Alter. Aber das ist halt wie, wenn du irgendwo essen gehst, der eine ist lieber chinesisch, der andere lieber griechisch. Das ist doch ganz normal, Digga. Da kann man niemals sagen, nee, das ist nicht so. Man kann ja nicht über den Geschmack streiten. Wisst ihr, wie ich meine?
Aber wie gesagt, wenn habt ihr mal getestet, das ist halt wie wenn ihr mal sagt, ja, ich habe ein gutes Headset. Es gibt, ja, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr aber noch nie ein besseres Headset auf dem Kopf hattet, dann könnt ihr gar nicht sagen, dass es bessere Headsets gibt. Deswegen sage ich immer, probiert erstmal das Astro und dann könnt ihr immer noch sagen, ich habe ein gutes Headset. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so. Und das ist genauso wie mit dem Kaffee. Wenn ihr noch nie anderen Kaffee getrunken habt, vielleicht gibt es ja Kaffee, der für euch besser schmeckt. Aber man hat ja noch nie anderen Kaffee getrunken wahrscheinlich. Munikiste, Munikiste, Munikiste. Essen hier ist auch echt nicht verkehrt, Leute. Wenn mal so aufgefallen. Das Essen ist eigentlich gar nicht so verkehrt, sind, Bruder. So eine Platte. Der Kaffee auf Arbeit schmeckt scheiße, trinken wir ihn trotzdem. Naja, Digga, was willst du machen? Da bleibt doch nichts anderes übrig. Früher auf dem Bau war, Digga, auch den scheiß Kaffee aus dem Automaten gesoffen für 1 Euro, der nach Scheiße geschmeckt hat. Ja, da ging es ja darum, einfach, dass ein bisschen, ja, Kaffee ist ja klar, wozu trinkt man Kaffee? Aber ich, das ist ja wie mit Bier, man fängt an Bier zu trinken, weil man irgendwie Bier trinken, weil alle cool sein wollen. Und irgendwann trinkst du halt Bier oder Alkohol und Kaffee nur noch, weil es dir schmeckt und nicht, weil du irgendwo mitziehen willst. Und ich probiere gerne Kaffee aus. Ja, und irgendwann, ich habe jahrelang Jakobs getrunken, ganz normal Jakobs-Kaffee. Irgendwann habe ich mich da satt gesehen. Dann habe ich ein bisschen, Steinmeier getrunken, auch extrem lange. Und jetzt halt bin ich halt schon seit 2-3 Jahren, dass ich halt nur noch andere Sorten kaufe im Internet. Und die halt mir selber frühst. Ich habe ja eine Kaffeemaschine, Vollautomaten damals gekauft. Den nutze ich gar nicht mehr. Den habe ich jetzt so seit 2 Jahren oder ein Jahr für 1000 Euro. Habe ich den gekauft von, wie nicht, hier wieder, kann ich euch ein Foto machen, ich weiß nicht, wie der heißt, Digga. Das ist dann alles so Folie da noch drauf. Aber ich finde, das ist einfach besser, wenn man den Kaffee frühst selber presst. Keine Ahnung, Digga. Stehe ich voll drauf. Kaffeeautomat ist ja schön und gut, aber irgendwie finde ich das irgendwie, keine Ahnung. Finde ich so frisch gepressten Kaffee und selber gemahlen mit der Hand, finde ich irgendwie geiler irgendwie. Finde ich einfach irgendwie geiler, Mann. Seht ihr das? Dass es irgendwie geiler ist. Ich trinke gar keinen Kaffee, okay, krass. Das trinkst du überhaupt irgendwas? Trinkst du überhaupt irgendwas Koffeinmäßiges denn, Daniel, oder gar nicht so? Die letzten 5-6 Tage habe ich auch gar keinen Kaffee getrunken, die letzten 2 Wochen sogar, glaube ich. Weil meine Kaffeemaschine jedes Mal anzeigt, dass ich die entkalken muss und ich weiß nicht, wo der scheiß Entkalker ist, den ich mir bestellt habe. Ich habe auf jeden Fall genug Cash, dass wir einkaufen können, wir müssen keinen Einkaufswagen. Wenn ich jetzt wieder zur Kiste kriege, wie aufs Neuwert abgekämpft, aber hundertprozentig. Eis und Schoki am Morgen. Och, ist das niedlich, Digi. Lass dich mal drücken. Du bist meine kleine Maus, bist du. Heiße Schoki am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Bro. Soll es sein, oder, Brody? Ich weiß nicht. Das Problem ist ja, dass ich die Medikamente, die ich nehme, so dolle müde machen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich brauche irgendwas. Ich nehme ja auch jetzt jeden Morgen schon 1-2 Koffeintabletten ein. Und eine Koffeintablette hat 250 Milligramm. Also, das ist schon heftig. Aber wie gesagt, ich trinke ja auch Kaffee, weil es einfach ist für mich Tradition gehört dazu. Jeden Morgen. Am besten raus auf der Terrasse im Winter, frisch gepressten, selbst gepressten Kaffee. Das ist doch geil, ey. Das ist doch absolut Hammer, Mann. Ja, aber ihr trinkt, ja, glaubt mir, kommt mal zu mir zum Besuch. Ich mache euch einen Kaffee, der wird euch schmecken, glaubt's mir. Das ist einfach nur, wie macht man den Kaffee? Ja, es gibt doch Kaffee, der schmeckt einfach scheiße, Digga. Zu bitter. Es gibt ja so viele verschiedene Kaffee, du kannst ja erstmal... Du kannst ja erstmal Kaffee kaufen, ja. Und dann... Warte mal, wollen wir das mal so machen hier? Der kommt bestimmt wieder. Jo, Brody, komm, lass loslaufen. Du kannst ja erstmal Kaffee kaufen. Wie hoch ist der Säuregrad vom Kaffee, ja? Und wie hoch ist die Stärke, so? Und wenn du dir erstmal einen kaufst, der nicht so stark ist, kannst du den trotzdem aber versauen, dass er scheiße schmeckt. Da geht dann lang, wie lange brühst du den Kaffee, wie viel Gramm Kaffee nimmst du rein, wie lange lässt du ihn ziehen, alles so eine Sachen. Und wenn die halt keine Ahnung haben vom Kaffee machen, ja, dann schmeckt halt ein bisschen bitter-sauer. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist wie mit der Aeropress, wenn die anfängt zu zischen, musst du aufhören, dann drückst du die ganzen Bitterstoffe damit rein. Aber das finde ich halt geil, Junge. Ich finde das irgendwie, guck mal, so ein Ding kostet 30 Euro, du kannst die überall mit hinnehmen, wo du willst. Du brauchst halt bloß kochendes, auch nicht mal heißes Wasser und kannst überall den Kaffee zubereiten. Das ist doch geil, Alter. Ja, das stimmt, Martha, Digga. Ich bin auch viel am anderen testen. Aber ich weiß nicht, das mit dem scheiß Entkalken, wie man sagen, auf dem Sender, Alter. Wenn das eigentlich easy ist, gar kein Problem, aber... Ich finde es einfach irgendwie geil, wenn du draußen sitzt und draußen in der Natur deinen Kaffee machst, Alter. Ich finde das irgendwie absolut geil. Ich finde das sowas geil, wenn die Leute da hier ihr Essen draußen. Ich habe das jahrelang bei YouTube geguckt, den einen Dude. Der hat außen immer gekocht. Da ist er, da will jetzt in der Kiste laufen, oder? Willst du in der Kiste laufen oder nicht? Wollen wir extra laufen lassen zur Kiste vielleicht? Der arme Dicker, der ist hier noch reingelaufen. Der ist hier noch reingelaufen, der Dude. Das tut mir leid, Bro. Das tut mir leid.
Eigentlich nicht, aber trotzdem geil. Ich hab noch nie einen Kill mit einer S-Mini gemacht, glaube ich. Aber es tut mir leid. Yo. Yo, man. Holy shit, Bro. Nikita, ja, ja, habe ich aber gemacht, Bro. Die Longi, genau, die Longi habe ich. Ja, da ist sogar noch Folie drauf bei mir. So selten habe ich die benutzt. Oh, ich hab ihn sogar gehittet. Jetzt wird er erstmal laufen. Jetzt wird er erstmal laufen, der Dude. Lass ihn erstmal noch ein bisschen rennen. Wo ist er denn hin? Ich will mal kurz probieren, ob sie hittet. Dann weiß ich, dass er in der Nähe ist. Kein gehittet. Die Zone kommt ja auch bald. Ich komme einfach mit einer Drohne ein, Leute. Scheißegal. Ja, weißt du was? Ich spiele nachher nur noch mal mit Esmin. Ich will das nochmal probieren. Macht mir irgendwie Laune. Wenn du genau weißt, das ist ein Gegner und der muss da rauslaufen, liegst du einfach zu Esmin hinweg, ist er. Brauche Aufklärung. Da ist er immer noch drin, der Dude. Na, kommt der jetzt langsam raus? Das Gas breitet sich aus. Bro! Kommt der jetzt vor oder was? Ich werde mich rächen. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum. What, bro, bro, bro? Noch andere Dude oder was? Diggi! Rude, lass mich in Ruhe! Oh ja! Oh ja, Patrick, grüß dich! Ich leg Essen wie nach schlechten Tagen an den Job. Geil, Bro, Alter, richtig geil! Ja, wo sind denn die jetzt hier alle, du? Wo sind denn die jetzt hier alle? Die mich schon wieder abfangen oder was? Hier ist einer unten im Auto. Ging noch relativ wenig. Danke der Kadi. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ein eigenes Kaffee aus, sagst du. Ein eigenes Kaffee auch geil, oder? So richtig geil, Alter. Oh, da ist auch noch einer. Hey, sind das zwei denn? Wie, ich bin doch nicht dumm, Alter. Willst du mich rollen? Er wird der Gebietsaufklärung. Ist der eine der Ghost da unten? Hier ist auch noch einer rechts. Was soll ich jetzt machen, Alter? Mach erstmal den anderen jetzt weg. Hier oben fliegt auch wieder noch einer über mir. Deswegen müssen wir den jetzt hier wegmachen. Boah, es war knapp, Alter. Auf der Range, Digi, war es echt knapp. Ich werde aufpassen, dass hinter der andere nicht kommt. Wir können noch die auch ruhig mal mitnehmen. Bro. Ich habe noch was zu erledigen. Keine Platten mehr ist das Problem. Wo ist der hin, Digga, der Dude? Soll ich abhauen oder nicht? Das ist die Frage der Fragen. Oh, zum Shop erstmal hochlaufen und einkaufen. Aber der Abonnent ist dann nicht Bettkaffee. Ah, natürlich, warum nicht? Why not, dude? Why not, dude? Mal ich meine eigenen Bohnen. Lieber würde ich einen Cannabis-Shop aufmachen. Einen Headshop würde ich aufmachen, Digga, wo man schön entballern kann. Beste Weed selber anbauen. Dazu noch einen Kaffee trinken. Oder ein Restaurant, richtig geil. Ich kann zwar nicht kochen, aber ist egal. Trotzdem aufmachen, Digga. Gibt's ein bisschen Pudding, Alter. Ein bisschen Pudding für die Community-Familie. Oder ich mach 5 Minuten Terrine auf.
Mach eine 5-Minuten-Terrine auf, Mano. Zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Es sticht wie Sau. Was wollen wir jetzt machen, Alter? Wo sind hier die Gegner, Freunde? Moin, Jesse. Die grüne Meile. Ja, da kennst du dich aus, wa? Ey, das ist so, also in Holland müsste man wirklich hinziehen. Holland, Alter, das ist so ein Temperament, da viel tausendmal geiler. Die Leute sind so geschillt, Junge, die arbeiten an der Kasse doppelt so langsam, Junge. Das ist einfach können. Im Holland, da lebt die echt, da läuft die Uhr noch ein bisschen anders, glaube ich. Da war ich schon ein paar Mal angeln. Mit meinem Bruder. Und da haben wir uns immer so ein Hausboot gemietet. Und da gibt es ja die Joints nach Ampelfarben sortiert. Grün, gelb und rot. Und kannst dir mal eine rote Tüte kaufen, Digga, da schießt du nur noch. Die haben richtig gute Quali da, das macht richtig Bock, da mit den Leuten zu unterhalten. Du verstehst zwar nicht jeden, wenn die richtig krass sprechen, aber die sind einfach gechillt, da gibt's kaum Ärger oder irgendwas. Da gibt's kaum Leute, die Ärger machen. Das Kopf geht einfach an jetzt. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ich lade die Maße mal lieber. Das Missionsziel lautet, bei uns ist auf jeden Fall Kopfgeld. Digga, willst du mich jetzt eigentlich natzen, Bro? Warum krieg ich jetzt einen Schuss in den Maul, Mana? Der ist ausgestiegen da oben und ich habe keine Sniper-Muni mehr drin. Einen Schuss habe ich noch. Da fliegt ein Gegner hin zu ihm. Fahrzeug haben wir schon mal zerstört. Er liegt einfach so da, Bro, oder was macht er? Wo ist jetzt der andere hin? Ich glaube, ich spiele ja nichts, sondern nochmal die HD. Joho, was. Ey, Snipen ist so dämlich! Snipen ist so dämlich, Alter. So dämlich, Mana. Jo, knapp, Mann! Servus, ja, Stefan. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Doch wenn du verlierst, war's das. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Erstmal die Front zurück. Gute Arbeit. Digga. Mahlzeit, Alex, grüß dich. Schussverkauf aktiv. Hier unten irgendwo ist Sturmmahner. Nächste Shop da oben, Alter. Oder da vorne. Das Gas kommt. Vorratskiste.
identifiziert. Position wird markiert. Komm, Junge, mache Lack. Ja, Drohne raus, Mana. Nehmen wir noch Tracy mit. Mensch, von hier willst du mir erzählen oder was hinter mir? Vor mir, wo sind sie alle? Übel weit weg, die haben doch bestimmt Ghost die meisten. Gucken wir doch mal hin. Ein Dude da vorne am Haus haben wir noch einen Dude sitzen. Wir wollen mal zu uns pushen, da ist leider mit dem Quad durch die Gegend. Mal, die wird jetzt von denen gepusht. Wir fliegen damit hin, Digga. Ich will erstmal ein Prezi drauf machen. Vielleicht trifft es hier einen aus Lack. Lack und Laune und Leder. Oh, ich hätte ein Prezi fürs Auto drauf machen sollen. Andreas, grüße ich. Der Feind lebt noch. Wiederhole. Feind lebt noch. Digga, was? Ey, Digga, das gibt's nicht, Bro, Alter. Guck mal, was das für ein Hurensohn ist, Junge. Die Killermaus frisst mich auf. Das waren immerhin die besten 25. Jo, der war wieder so low, Digga. Ich mache mir jetzt erstmal eine HDR-Sniper rein. Oder wollen wir generell das Snipen sein lassen? Ich weiß es auch gerade nicht, Leute. Ich weiß es auch gerade nicht. Schwierig, schwierig. Machen wir mal die HDR rein, vergleichen die mal. HDR, Krawall. Auf Krawall gebürstet. Dann lassen wir das Originale eigentlich drauf. Können wir das eigentlich abnehmen, oder? Jo. Beibein brauchen wir auch nicht. Muss alles die ZV minus. Wir können doch Vollmantel nehmen. Distanz zum Feindspielernamen. Gucken, der Widerstand ist auch wichtig wie Sau. Nehmen wir das noch mit rein. Dann schauen wir mal, Mana. Ich will jetzt aber nicht den HDR-Lauf drauf, den ich sonst immer, den Scorpion, den sonst immer spiel bei der HDR. Deswegen, ich teste erstmal noch. Ob das jetzt der gute ist oder der richtige ist, das weiß ich nicht. Fadenkreuz. Da können wir auch das hier drauf haben. Nehmen wir das, das, das. Nehmen wir das, sieht ein bisschen cleaner aus. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, Mana. Da ist immer dabei. Komm mal her, du Dichchen. Komm mal her. Kommst du hoch hier? Komm her, du alter Ping. Komm her, du Spinnebär. Komm her. Nein, ja. Komm. Oh, papa, papa. Jetzt. Gudi-duti-duti-line. Wo sind jetzt endlich mein Löffel hin? Mein Löffel für meine Absicht-Tropfen. Ach, nee. Du, die sind schon wieder hier? Hä? Was willst du hier bei Papa, wenn wir kuscheln? Ja, du kriegst das auch alles mit, der Dudi. Ich push ihn noch, ja. Wir brechen bald auf. Geh doch raus, ja.
Ein Dudi bräuchte eine eigene Seite, Junge. Unser Dudi-Line. So, guck mal, HDR. Habe ich nicht mehr die HDR. Habe ich nicht mehr in der Hand, Digga. Muss ich mal als Favoritenklasse auswählen. Ich habe auch noch Bock auf eine Runde Rebirth wieder eigentlich. Ich guck mal, ob die Batterie jetzt von meiner Maus voll ist, weil das Kabel nervt. Batterie ist voll. Das ist schon mal sehr schön. Das Headset geht dafür aber gleich wieder aus. Das Training ist vorbei. Schönen Dank auch. Schönen Dank auch, Stefanie. Dann kannst du dich alleine mit Dudi treffen. Dann machen wir hier Treffen aus und dann krieg ich Dudi da hinten mit dem Taxi. Oh, fress ich weiter die komischen Tabletten hier. Ja. Die riechen nach Muschel. Sind Muscheltabletten. Für Arthrose. Battle Royale. Gas nähert sich deiner Position. Fang lieber an zu retten. Geldlieferung ist unterwegs. Es ist Zahltag, Leute. Wo fliegen wir denn hin? Fliegen wir denn hin? Hin. Hometown wieder? Oder warte mal, wir können ja auch Night mit einem Ship fliegen, Dudes. Hauptdog Germany, sieht's aus, die gehe ich in unser Duty Line. Line, süße Duty Line, Duty, Duty. Ist noch einer drinne? Ey, Bro, keine Waffe hier oder was? Digga, willst du mich rollen? Zwei Trophys hier oben, das war's? Naja, nächstes ein Scheißwummi hier am Start. Möchte wohl sein. Gibt's hier auch Waffen? Gibt's hier auch Kisten? Schlechter Witz hier gerade, oder? Brian, grüß dich. Hier war einer drinne. Da einer drin, oder? Jo, er campt wieder rum, Mann. Es ist doch nicht normal. Ey, bin ich der Einzige, der hier rumläuft in dem scheiß Game, Junge? Fünf Häuser, keine einzige Kiste, keine Close Range Waffe, nix, Mann. Digga, ich hab so Pech gerade in dem Game, Junge. Ja, kann sein, muss ich mal gucken, André. Auf jeden Fall war Solo, Rebirth oder zumindest die Auswahl 1 bis 4 nicht lange drinne. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob das wechselt jeden Tag. Kevin, grüß dich, Ben, guten Morgen, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Jetzt bist du dran. Bereit machen. Gammel Otto, jetzt habe ich erstmal gelesen, ja, aber übelste Sorte. Erik, grüß dich, moin, mein Lieber. Das ist halt einfach das scheiß Game, Digga. Aber so ist es, Digga. So ist es schon immer gewesen. Digga, komm, move doch mal ein bisschen. Jetzt Waffel wechseln, zack. Mahlzeit, Janinchen. Weil unsere Kiste liegt natürlich wieder richtig behindert, Digga. Da schießen sie auch schon. Im Dach oben. Kann ich eigentlich einen Termite werfen? Geht das von hier aus? Da ist der gar nicht auf dem Dach oben. Noch, der ist auf dem Dach oben. Der springt jetzt aber runter und geht zur Kiste. Das ist für mich gut. Von uns 6 MG. Vielleicht reicht das aber, um den zu lasern. Jo. Ach komm schon! Mein Gott! Junge, ich komme nicht an eigene Waffen. Ich komme gerade nicht an eigene Waffen, Alter. Alle Maler, Aquamaler, Spiel gut. Da, 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 da.
Immer noch kurz was zu essen. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, ihr alle. Ah, das habe ich so trinken vergessen zu holen. Alter, leck mich doch. Ist doch nicht normal. Und was gibt's bei Teacher? So ein Schokohörnchen. Ein Schokobrötchen, wie immer. Wir ernähren uns ein Schokobrötchen. Marco, grüß dich, mein Guter. Good morning in the morning, dude. Hey, der hat's schon. Hallo? Hallo? Dude, Moment. Grüß dich, das ist mein Guter. Ja, los jetzt hier. Übt so lange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Könnte besser laufen, das denn. Wie geht's dir, mein Guter? Hi, grüß dich, guten Morgen. Dann lachen viele sich das nie aus. Aber warum ist der gerade mal Level 1? Das ist doch komisch, Mann. Guck mal, die Sniper wackelt kaum im Gegensatz zu anderen. Ah, ZV geht klar. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab. Knoschi, guten Morgen, Kali, grüß dich, good morning. So, dann sagt die Glocke überhaupt an. Nach der Runde beginnen wir mit Subgames, ihr Lieben. Nach der Runde könnt ihr reinjoinen. Sicherheitszone vorstoßen, das Gas nervt schnell. Geldlieferung ist unterwegs. Es gute Laune ist für bessere Laune. Daniel, halt die Fresse, dann knallt sie gleich richtig. Jetzt habe ich schlechte Laune, danke schön. Das waren schlechte Laune Sterne. Vielen, vielen Dank, du alter Schnuckelputz. Vielen, vielen Dank, Digi. Mach mir den Wolf, Bro. Mach mir den Wolf. Danke auch fürs Liken und Teilen. Sehr, sehr wichtig. Ab vielen, vielen Dank, Leute, für so eine Unterstützung. Ach, Daniel, wenn wir uns mal sehen, dann geht natürlich das Essen und das Bier auf mich, Junge. Wer ist denn eigentlich von dir zu mir? Ziemlich weit, wa? Kämpfen und siegen, Kai, so sieht's aus. Kämpfen, ja, siegen, dein Grad. Der will zur Geldkiste fliegen, der eine Dude.
Wir müssen erst mal gucken, irgendwie ist das Game auch gerade wieder... Digga, ich habe gar keinen Dolby an. Nee, warte mal, ist Dolby? Jetzt habe ich Dolby an, Digga. Lol, die ganze Zeit kein Dolby angehabt bei meinem Headset. Hat die Gegner trotzdem gehört, so ist es nicht, aber... Nimm das Ding nicht mit, ich drück da ein paar Mal drauf, er nimmt es einfach nicht mit, Bro. Der blaue Dings ist auch schon noch dabei, Bro. Wir haben echt schon gute Floorloot-Waffen, also normalerweise, wenn wir jetzt nicht ganz so krass verämen, müssten wir eigentlich jetzt den Gegner wichsen, Alter. Müssten wir den Gegner eigentlich holen mit den Waffen, die wir haben. Die Geldkiste ist auf jeden Fall weg. Und bei mir hier ist, glaube ich, mit einer der einzigen Shops, der du hinlaufen kannst. Ich hab nicht mal einen Shop, bei der Tankstelle ist einer. Daniel, Alter, ich heb dir gleich mal eine, du hahaha. Offen, Junge. Und das war gestern lustig bei Telegram mit dem Foto, mit dem Video, wolltest du gerade nicht machen, wa? Da kann man nicht einfach so, das geht nicht, ich weiß, wie du meinst. Das ist bei mir auch schon öfters passiert, dass ich so ein Video aufgenommen habe. Bin behindert, Junge. Aber das hatten wir, das war jetzt dann lustig irgendwie, fand ich jetzt dann lustig, Digi. Ich wollte bloß drauf springen, aber war ein halbes Video kurz da. Ach, das geht ja, Daniel, Digi, das geht ja noch nicht, Alter. Leck mich doch so weit weg. Wo wohnt ihr denn alle, Mann? Ja, oder wo wohne ich, hat recht. Wo wohne ich am Rest der Welt? In einem Dorf mit Lehmhütten. Da geht schon der erste Gegner wieder hin zur Kiste. Der Arme. Nein, ich habe nicht abgekämpft. Ich bin gerade erst gekommen, Bro. Gerade erst gekommen. Also bitte. Nix. Nix böse sein auf mich, Brody. Haben wir nix hier an guten. So. Haben wir auf jeden Fall Geld nochmal für eine Kiste, aber ich glaube, wir holen lieber Drohne, was meint ihr, oder wollen wir mal Ghost holen? Ich bin jetzt Sniper Ghost auch nicht verkehrt, oder? Was meint ihr, Ghost holen oder lieber Drohne rauskloppen? Ja, wo ist Michael? Oh, die mein Schokolade. Mein Dickerchen, vielen Dank für deinen Gift, Zap, Rudi. Schön, dass du da bist, Bro. Oder schön, dass ihr natürlich da seid, alle Mann. So, was machen wir jetzt denn? Ich weiß es auch nicht. Haben wir noch eine Vorratsstation, einen Shop? Ich weiß nicht, was wir machen, Brudel. Ghost. Das hat er jetzt geschrieben, also holen wir uns auf Ghost. Wir können uns trotzdem keine Drohne kaufen. Ich würde gerade sagen, trotzdem eine Drohne kaufen. Können wir uns aber nicht. Hängt mein Mikrofon irgendwie im Bild? Seht ihr da irgendeine schwarze Stelle? Nervt euch das? Dann müsst ihr mir jetzt darin. Dann müsst ihr mir jetzt darin, meines. Wir können ja einfach mal aus Laune. Digga. Das Ding da vorpfeffern und zu gucken, ob da ein Gegner ist oder nicht. Da ist erstmal keiner. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ehren-Olli, Leute. Ehren-Olli fehlt. Ein bisschen mehr muss kommen, Moodies. Gifted Zap ist echt eine schöne Sache. Wenn ich halt kein Facebook-Partner mehr sein sollte, dann entfällt das halt. Aber ich finde, so kann man... Also so supportet ihr mich natürlich am besten und vor allem macht andere auch noch glücklich. Das finde ich halt geil. Das finde ich halt geil, Dudes. Nach der Runde, wie gesagt, gehen Zap-Games los, ja. Moodieschen, was ist los? Guck mal hier. Guck mal hier, hier. Hm? Was heißt du? Guck mal hier. Alles gut, gut. Ah, nee, Alexander, grüß dich. 100% der Waschen. Die Mahlzeit.
So, weiter geht's ja. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Geld für eine Drohne. Gulag-Zugang. Das kann ein Wiedereinstieg sein können. Fliegen die Vögel weg. Sind die wegen mir jetzt hier weggeflogen? So, ist hier ein Gegner. Gegner. Ich schneide das Seil ab. Die sind schon offen. Gehen wir jetzt eigentlich überhaupt hin, Alter? Ehren-Olli, Hund oder Katze? Ich hab einen Hund, Diggi. Der sieht aus wie ein Schaf, aber ist ein Hund. Man glaubt es kaum. Er macht auch mehr. Wieso nicht, warum? Komm hoch! Mensch, Digga, ist der tot oder was? Wo sind jetzt hin? Ist er rausgerannt? Der ist hier unten irgendwo. Wie? Bro? Aber nicht der. Da ist noch irgendwo einer. Ich höre irgendwie gerade nicht, Alter. Da war auch wieder im Dings runtergedreht, mein. Ist ein Gegner oder was? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindlicher Soldat in der Nähe. Noch einer oben drauf, Digga. Digga. So. Wie lange kommt denn jetzt hier noch? Ist das ein Nest gewesen oder was? Hier ist auch nichts mehr oben. Ich will wenigstens mal ein bisschen snipen, aber es ist kein Gegner auf Range. Range, wie zu sehen. Hier noch Platten. Alles klar, alles klar. Jetzt müssen wir auch rennen, Leute. Oh, shit, Bro. Doch was? Das war doch safe sein Kopf, Junge! Du fetter Kanisterkopf! Ja, was mache ich denn da, Bro? Müssen wir irgendwie pushen jetzt, Diggi. Ich bin gerade beschissen. Ich bin gerade so richtig bad, Bro. Es wird nichts mehr, oder? Digga. Der schießt doch erstmal, aber ja, wohin erstmal schießen ist die Devise. Wir hatten hier noch so einen Wildcard, haben wir hier noch hier hinten. Feindliche Vorratshelis in der Luft. Schalte sie aus und sichere die Fracht. Kopfgeld
Signalziel identifiziert. Hab Spaß. Oh, die Whitecard ist da vorne, Brudy. Moin, Janis, grüß dich. Wo ist denn der Bro? Ist er links im Haus oder rechts im Haus? Aha, geht er noch? Haut der ab oder was? Ein paar Platten ab da, du Hanswurst. Lassen das nehme ich hoch. Immer her hier. Hier haben wir einen. Nochmal ein Selfie kaufen im Shop vorne. Direkt im Haus haben wir noch einen Gegner. Wo hat denn der andere gerade gesniped, Alter? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen, Bruder. Da kommt ein Auto angefahren. Brauche Aufklärung. Drohne beginnt Überflug. Hit break, dude. Also den scheiß Totenstille anhaben wie du willst, Junge. Da hab ich schon zwei Meilen gerochen, mein Guter. Marco 5 eingeben, Digga, wenn es geht. Oder vielleicht geht's auch so. Marco 5 auf jeden Fall habe ich, glaube ich, eingegeben. Hm. Haben wir noch irgendwo Aufträge, Kopfgelder, gar nichts, glaube ich, hier bei uns mehr. Mahlzeit, Andreas. Grüß dich, mein Guter. Ich weiß nicht, welche Waffe ich gerade spielen würde, Digga. Drei Liniengewehr oder ADR? Drei Liniengewehr dann aber lieber mit einem 3-6er Scope wieder. Ich glaube, der Cluster geht vom Haus hier aus. Sind wir nicht rollen? Mann, denkt, ich höre die echt nicht oder was, Junge? Ich hab da irgendwas drin im Wallhex. Die läuft doch hier immer. Die saure Sahne. Und dann die Marke mit dem Scheinwerfer läuft da gut, oder Sniper Support. Man könnte zwar jetzt auch, Nikita und andere Wachen natürlich spielen als Sniper Support, aber ich finde so macht die schon Bock, weil das Movement auch passt. Oder nebenan noch eine White Card. White Card im Haus. Kopfgeldziel identifiziert. Hab Spaß, ja? Feindlicher Soldat in der Nähe. Auf den Fersen. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Doch, feindlicher Prezi, Alter. Moin Moin, Lieblingstürki, wie geht's dir, mein Guter? Oh, Bro, Bro. Was, Bro?
Ach komm schon, Mann. Ey, Wichser, wie viel kommen denn da noch, Mann, Junge? Wusstest du genau, wo ich bin, oder was? Okay. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Okay. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Ey, im E-Star, Digga, warum hätte Kitchens das nicht gerissen, der Lappen? Tja, unsere Waffen werden wir wahrscheinlich kaum wieder kriegen, aber ich gehe da einfach rein, Digga. Ist mir scheißegal. So, um eben das scheiß Dings hier zu holen, Dingsy-Dongsy-Waffe zu holen. Ist doch alles Rain. Meine Waffen genommen. Wir sind ja erstmal noch drin. Wir machen erstmal alle Türen zu. Wir haben Bock, dass ich hier ein Heizungsgeld bezahle bei den Energiepreisen, die wir hier gerade haben. Dann gucken wir doch mal. Das Gas weitet sich aus. Sicht. Oh, die ist auf jeden Fall auf Dings wieder gestellt aus Versehen. Auf 3 Schuss. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Jo, keine Platten mehr gehabt oder was? Doch gut, Junge, du Scheißgammel da. Schwierig, Leute. Schwierig, wo ich lang moven soll. Nach oben gesehen. Dann brennt die Pfeife. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, es war so arschklar, dass wieder einer von hinten kommt, Alter, und mich wegknallt. Junge, leck mich. Wie viele Kills hatte ich? Ich habe 14 Kills, Alter. Eine räudige Scheiße hier. Müssen wir abticken. Wo kommt er noch her? Von wo? Von hinten? Von wo denn, Alter? Wie geht's? Ja, Mustigi. PBSA hast du nicht drin. Nee, PBSA spiele ich auch nicht, Bro. PBSA spiele ich nicht. Dann könnt ihr reinkommen, wir machen Subgames jetzt, ihr Lieben. Subgames, Subgames, Putter Games, Mean Games. Ich weiß nicht, Alter. Ich teste jetzt nochmal die andere, ein bisschen hin und her switchen. Was ist denn das? 3 Liniengewehr. Sektorscope lasse ich jetzt hier auch drauf. Der Lauf ist auch der richtige. Hier machen wir natürlich Dingsy-Dungsy drauf.
Hallo. Hi. So, alles klar? Ja, muss dir kommen. Bei dir, Mensch, oder? Na gut, danke. Das freut mich, das zu hören. Grüße. Grüße. So, ich gucke jetzt nochmal, ich probiere jetzt nochmal die mit dem 20er Mac aus, das 3-Linien-Gewehr, einfach bloß, weil es wesentlich mehr Damage und Reichweite hat. Da haben wir weniger ZV natürlich, aber scheißegal. Muss man jetzt hier noch reinnehmen, am besten Polymergriff wegen ZV und zuckender Widerstand. Kraft nehmen wir am besten auch einen, der ZV gibt und so weit gibt, den hier. Waffenschmiedanpassungen. So, okay. Ich würde auch nochmal gerne die Milano reinmachen zum Testen, obwohl das Movement dann nicht so gut ist. Was haben wir da jetzt? Wir haben jetzt hier die Waffe so, wie sie ist. Ich lasse sie so drin, die ist echt top. Guckt mal jemand rein, dann startet man das Ding hier, ihr Süßen. Natürlich noch Platz, Kevin. Rein mit dir. Dankeschön, Vanessa, meine Kleine. Maggie, grüß dich. Kann ich Pipis ja gerne zeigen, wenn du magst, Erik. René, Mahlzeit, mein Guter. Schön, dass ihr da seid. Aim Assist an heute. Aim läuft auf jeden Fall. Ja, Andreas, du darfst das nicht so laut sagen, Digga. Das ist gleich wieder weg. Du weißt ja, wie es ist. Da sind wieder zu viele drinne. Als letztes beigetreten ist Mikado laut Liste hier unten. Kommst du nichts runter, einfach rein, Stucki Putzi. Alles gut, Alex. Ja? Bis später. Bis gleich, Bro. Ciao. Let's go. Hier irgendwas gerade bekommen, wo ist denn das hier? Profil wechseln, zeig ich mal her hier. Ich krieg Freundschaftsanfragen von Menschen, die ich auch nicht kenne, Alter. Jetzt mal rein in die Euer, zerleg ich mal den Bums. Ich bin noch dabei, Junge. Was heißt denn hier? Sorry. Mal noch nächste Runde rein. Auf diese Entschuldigung für Sachen, wo es nicht Entschuldigung gibt hier. Reicht schon, Bruder. Ja, genau dafür. Meinst du, wenn er drin war früher, hat er Entschuldigung geschrieben? Mit Sicherheit nicht. Er sagt, haha, Pech gehabt. Der ist nur so niedlich und schreibt Entschuldigung, ist das putzig, Leute. Ich liebe euch dafür. Axel, wir wollen die Siegen sehen. Man kann, da war doch gerade eine gute Runde mit 14 Kills. Was hast du denn jetzt noch? Siegen sehen will ich mich auch gerne, aber ich sehe mich eher auf dem Boden gerade heute. Welche Lieblingssniper hast du? Schwierig. Entweder 3-Linien-Gewehr, ZRG oder HDR. Ich glaube, aber momentan spielt gerne das 3-Linien-Gewehr. Verlinken kann ich auch wieder rausnehmen. Das ist so eine komplette dumme Klasse, die ich da gebaut habe. Dafür können wir nochmal. Ich überlege gerade. Wir können doch die Kuba noch als Sniper-Support zocken. Ist auch nicht verkehrt. 13 nochmal eine Runde reinkloppen. Servus, Kommandier, mein Guter. Natürlich haut die Sonne für reine Schädel, Diggi. Wisst ihr, wie es ist, Bro?
Servus, Servus Tobi, Dustin, grüß dich, Ivo Schnuckelhase. Igichen, vielen Dank für deine 100 Sterne, Bro. Und schön, dass du bei unserem Daniel warst, Igichen. Das war echt ein schönes Foto, ich mich gefreut, dass ihr euch getroffen habt. Und dass ihr dir sogar hilft beim Aufbau. Mega, Leute, ehrlich, richtig geil. Richtig geil, Dude. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ohne irgendwas zu trinken, Alter. So, wo geht's hin? Markiert ihr mal bitte. Ich muss kurz noch kurz was schreiben. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du flügst dir an. Zur Sicherheit. Oh. Zu hallo. Jo. Aufgepasst, Leute. Geldlieferung im Anflug. Sichert die Ach so, er war bei mir, ach so. Und am nächsten Woche bauen wir unser Festival auf, da kommt er gleich. Ich glaube, die fliegen woanders runter. Ist das Lego? Wo wollen wir jetzt hin, Leute? Was macht ihr? Wo markiert ihr den? T-Shirt. Hier ist der Treffpunkt. Ja, aber der macht aber. Ich dachte jetzt hier, einer von euch hat grün markiert, der, keine Ahnung. Ja, ich hab gerade einen Gegner gepinkt. Ach so. Fliegen da unten. Hier ist der Treffpunkt. Ja, safe aus Lego, der Wohnwagen, Digga. Ich hab mich schon gewundert, dass Daniel nicht aus Lego ist hier. Kann ja auch sein, man munkelt. Digga, fliegt einfach durch die Scheibe durch, Junge. Helikopter? Einer von euch, oder was? Ja, klar, dass einer von euch drin, der Kevin. Achso. Die alte Seejurke. Hey, die holen wir da letzte Woche, bitte. Was willst du machen, Mann? Was willst du machen? Ein Mensch ist ein Mensch. Oder vergisst du, weil er verdrängt das bei diesem Gegner? Wo? Komm mal. Hier, blau. Habe eine Position markiert. Bist denn du auch schon da oben, Mensch, Junge? Papi kommt. Papi kommt angeritten auf dem Pferd. Hat er dich gesehen? Ja. Aber der ist weg. Der ist weg? Es kommen auch zwei Kisten runter. Der ist da hinten weg. Du verlierst deinen Boden. Bewegung. Ja, die sind da unten. Da. Hier ist der Treffpunkt. Shipwreck. In einem LKW ist noch einer oder was? Live-Marker ist im Bunker drin, einer. Hinter mir! Was? Über dir, ja. Hab ich. Wir müssen noch Gasmaske. Sein hier. Diese Gasmaske. Das ist auf Balker. Über so. Dir wahrscheinlich. Ja. Die Leiter, über den Leiter hoch. Der ist bei mir drin. Gasmaske. Hab den. Sauber. Team Vibe. So ein Kopfgeld hätten wir eine Drohne kaufen, nur das Kopfgeld mal unter uns an. Mhm. Alter Junge. Was ist das? Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Ah, dieser. Er ist noch überall ungelootet im Bunker. Wahrscheinlich im Bunker unten drunter. Scheiß auf Looten, jetzt lass uns den Ballon nehmen und zum Kopfgeld fliehen. Okay.
zur Zielposition vorrücken. Bist du hier auf dem Weg? Habt ihr nämlich hinter euch? Ich hab jetzt keinen Bock zu looten ewig. Einfach versuchen die zu pushen. Höre ich gar nicht. Nö, redet doch nicht. Keine Ahnung. Es gibt doch nichts zu sagen. Nö. Ah. Nee. Ich dachte, ich hab nichts zu sagen, Beuger. Ich hab nichts zu sagen heute. Alter, mach Reise dich, Kevin, Junge. Was gibt's aus dem Maul heute noch? Reicht mir schon, Bruder, hier, wenn ich mit uns sprechen will. Ja, die haben mir gut. Ich gehe jetzt lang. Okay. Du bist schon da, oder was? Achso, ne. Hey, auf die kommt Lila Mocker. Achso, ne, ich guck, seh dich gerade oben in den Turm sitzen. Ich wusste nicht, wo du bist. Alter, Walter. Truppenrechner? Jo, jo, jo. Bro, bro, bro. Ruf da auf die Sittige, Junge. Sitt dich. Raus, Papa, komm, Junge, raus da. Ja, hinter dem Stein ist der. Rennt weg, hat Shipwreck. Hier der Marker, bleib Marker. Hab den down. Ich treffe hier gerade auch nicht mit meiner Snipe. Aber bei Orange muss noch irgendwo einer sein, eigentlich. Kommen zwei Leute. Hier und ab, die fahren wieder Böhmen, oder? Die fahren hoch. Die fahren hoch hier. Ja, fahren selber. Shipwreck in der Bahn. Kriegt den Dude da nicht. Ich seh nochmal hochfährt eventuell, da liegt er doch. Oh, ich hab den nochmal Shipwreck. So, da fliegt noch einer. Feindlicher Mann. Ja, lass mal, da fliegt einer. Digi. Ey, die ist aber auch langsam, Alter. Ich seh ja auch nichts mit aus der Range. Oben über steht auch noch einer hier. Feindlicher Manöver. Ja, paar Hits, hat gehärtet. Da ist noch einer im Haus drin, das seid ihr noch von ihr. Ja, von euch ist das. Ich wollte von hinten. Hab ich oben K.O. Aber bei den Zelten, bei den Zelten. Ja, irgendwo von hinten irgendwo, ja, ja. Komm, Volker. Danke. Komm ich hier von der anderen Seite rein? Ich seh den gut, der lacht. Hier ist der. Oben auf dem Dach hat sich da wiederbelebt, der Dude, oder? Ja. Wie kann sich wiederbeleben, der Kopf am Bullach, Alter? Der ist auf dem Dach immer noch. Ich seh den leider nicht. Mann, ey. Ich seh den Wichser nicht auf dem Dach. Mahlzeit, Florian, Daniel. Auf dem Dach liegen die. Der ist runtergesprungen. Das ist oben. Live Marker. Hinter mir irgendwo, oh, ich weiß nicht von wo. Orange, hinten. Schmacker. Ich werde getroffen. Kurz bladen. Ziel ausgeschaltet. Der Sniper von hinten. Und wo genau? Wisst ihr das? Nee, vom anderen Haus. Das ist Sniper, keine Ahnung. Rezi? Der ist nicht über uns geflogen. Das ist eure Kiste, die ihr geworfen habt? Ja, ich war das. Ich greif zu Platten. Liegen noch Platten rum, weil wenn den Dude nicht gerade gelootet habt. Doch nicht mehr. Die hab ich alle auf wie ein Fisch, Junge. Ich hab auch Platten gekauft. Ich meine, das geht noch auf. Marco, grüß dich. Ah, da oben ist der. Wo, wo? Der Sniper oder was? Okay, ich probier mein Glück. Ich hätte ihn jetzt tot. Er liegt hier, ich hab. Haben wir einen Prezi? Haben wir nicht, ne. Ich geh raus. Ist gut. Versuch den abzuaimen und gucke sauber, Kevin. Guck mal, das ist der auch wieder Selfie, hat der Jammerlappen. Der kriecht da, Digga. Der kriecht dann, guckt. Nein, weg den Dude, Junge, nice. Ich denke, ganz oben noch welche, auf dem Dach welche? Bei mir nicht, glaube ich nicht, ne. Da unten ist einer. Kann ich mal tun. Verdammte Scheiße, da unten blau. Dem Stein. Ja, doch, den sehe ich ja. Der hat gerade da geguckt. Nein, Macker, wickelt einer. Sauber, Wolki. Sauber. Kann man sogar hochgehen, wusste ich ja auch nicht, Leute. Sascha, grüß dich. Wer ist das Peak runter, glaube ich? Da kommt ein ganzes Team. Hier. Vorne. Ja, komm. Die laufen, glaube ich, weg, Bro. Jo, die laufen, glaube ich. Ich sehe die nicht mehr, Digga. Doch, die laufen hier. Hat einen Hit bekommen, der Sniper, der Dude. Digga, ich hab nur die Munition. Feindliches Ziel markiert. Live Marker. Feindliches Ziel markiert.
Sollen wir hingehen und pushen oder was? Einer ist low, ja. Ich kauf meine Drohne, Leute, ich kauf meine Drohne. Warte, hier. Das ist buggy, das Dings. Aber Kevin hat kein Geld, Leute. Könnt ihr nicht eine Drohne kaufen? Ich hab nicht eine Drohne geholt, scheißegal. Ich hätte lieber mal einen Prezi kaufen wollen. Brauche Aufklärung. Ihr seid alleine vorne, hey, Leute. Ich hab Shipwreck. Ja, ich geh zurück. Ich hab Stein hier safe, ja. Ja. Pass auf, Volker, die sind alle gang im Haus da drin. Leute, ihr müsst doch warten, ja, Schnuckis. Hört mal von hinten, Volki, hab ich hinten, hab ich einen, der liegt da. Der kriegt rein, der ist K.O., Volker. Ich komme, Bro. Ich bin da, Che. Ich seh bloß nichts. Komm mal. So, aber. Können wir pushen, Alex? Ja, warte, warte, warte. Ist der noch drin? Sauber. Dreht sich wenigstens für mich jetzt Sniper, das ist gut. Ich peng gleich in, die Tabletten ficken mich so hart, Alter, Junge. Bro, ist das heavy. Wenn wir Level ab oder irgendwas anrühren. Ja, was mach ich da mal? Wo, wer? Da oben ist einer. Warte mal. Ja, der schießt auf meinen Nacken, Digga. Hab ich down. Alter. Warum schießt der genau auf mich, Digga? Stehen alle drei von uns da draußen, Junge. Da ich bin geflogen hier. Live Marker. Junge, was die für Aim haben? Immer ich, Alter. Hab ich? Ach, der hat gute Hits, der lebt noch da. Ich habe den doch. Alex? Ja? Von dir, da hinten. Blau, hinter dem Stein. Kann ich einer anbetippen? Shipwreck, braucht nur noch einen Schuss. Wir haben Prezi drauf, Burger, emm du den ab. Ja, ja. Emm den ab, emm den ab, der muss rennen. Ja, ist gut. Komm, schieß den ab, Digga. Ey, der ist wieder hinter dem Stein da. Danke. Und rechts auch noch, Bolki. Schießt du auf mich jetzt oder was? Boah, Leute, leckt mich doch hier. Hier rennen in den Wurmschuppen. Sascha, grüß dich, mein Guter. Hab ich, den hab ich K.O. den Dude, den hab ich K.O. da hinten. Markiere Sammelpunkt. Hol Bolker. Ich bin hinten K.O., ich weiß nicht mehr, wo der Rest schießt. Der hat wahrscheinlich der Selfie, glaube ich, oder? Der liegt denn in dem Stein die ganze Zeit? Digi, ich bin noch drauf, Bro. Ich kann ihn nicht den Kopf nicht treffen, wo ich ihn sehe. Keine Ahnung, Leute. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Kann ich nicht finishen, Digga. Geht nicht. Was ich hier falsch mache, Alter. Wo ist denn der nächste Einkaufswagen? Können Kevin wieder beleben, dass wir hier hingehen. Ja, ich hab hier im Haus liegt so eine Vorratskiste. Achso, jetzt sag ich mal, ja. Weiter. Ja, ganz hinten, das ist. Was ist denn jetzt? Pass auf, Volker. Was denn, wo bist denn du? Ja, hier, du bist doch gerade durchgerannt da. Warte doch mal kurz, Volker wird beschossen. Volker, geh nicht immer alleine irgendwo in den Schnuckel. Ja, ich hab ja gesagt, ich bin gleich da oben am Shop. Ja, aber lass doch zusammen gehen, du siehst, dass wir noch nicht mit sind, Bro. Ich hab extra einen Job markiert gehabt. Zur Zielposition vorrücken. Soll ich jetzt nach hinten laufen, wenn wir eh nach vorne müssen? Ich wurde in den Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Ist keine Open Lobby, nee, Digi. Marcel, grüß dich, Patrick, grüß euch. Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereit. Erstmal lieber hinter uns im Bürger, wo die Waffen lagen. Da hängen überall noch Waffen drinne. Wir müssen die Sicherheitszone erreichen. Wiederbelebt über uns im Shop. Sind sie da oben drauf? Da sind die. Ja, blaue Marker. Die belebt mal bitte wieder. Ja, mach ich. Hier ist der Treffpunkt. Läuft jetzt da oben rum, der Bastard, und campt. Sich dann auch. Ich hab ein Handy gegeben, hier hat einer ein Prezi von euch. Sauber. Naja. Ich bin ein Geldbeuker, bitte. Sammelding für Prezi. Ich M ab. Luftschlag, Freigabe erteilt. Hier Phoenix 3, Schlag unterwegs. Ich bin gleich wieder tot. Ich krieg den Kill natürlich nicht, Alter. Wie kann der da weg sein, Digga? Wie geht das, dass ich den Kill nicht kriege? Ich hab den oben abgeknallt. Der hat keiner wiederbelebt. Wird er sich selber wiederbelebt denn, oder was? Müssen jetzt alle kommen, ja? Die müssen kommen. Sauerstoff. Ich hab auch so ein Sauerstoffding, hab ich auch noch. Ich hab einen Kill gekriegt jetzt. Ich hab eins von mir aufgehoben. Achso.
Aber wo ist denn der andere Dude? Keine Waffen. Du hast keine Waffen? Hast du ja nee, nur so. Habt du gesagt, du in dem Haus drin? Bist du da nicht hin oder was? Der ist nicht nee, mehr so. So, Kiste sparen und Platten vor allem habe ich auch noch 8 Stück, Leute. Platten kaufen, wir müssen ein bisschen mit mir reden, Leute, ohne Gag. Geht Platten raus bei euch. Geht hier Platten raus, ihr könnt jetzt mal, komm mal her. Eine hab ich, ist gut. Hey, wenn willst du Platten haben? Mann. Komm her. Hey, wir Platten. Hab ich. Liegt dir nochmal eine raus, Kevin, hier? Oder zwei, dass du nochmal nachladen kannst. Kann man jetzt hier mal irgendwo einen Job, wenn wir hier hingehen oder was? Ich weiß auch nicht, Mann, das ist offen. Das ist offen wie so. Wo denn, also? Hat Hits? Hab ich, Heddy? Sauber. Okay. Rucksack liegt hier. Gasmaske liegt hier, Munikiste liegt hier. Wie die Geier, yo. Ja, alles eingehaust. Jo, lass uns mal zum Shop gehen, oder? Dann mal eine Drohne kaufen. Kies kommt eh gleich runter. Ich glaube, das ist eine. Ich muss halt aufpassen, links und rechts keiner kommt. Es leben nicht mehr viele eigentlich. Ja. Grüß dich, Rebula, mein Lieber. Wollen wir Drohne kaufen oder was anderes, Leute? Ja, für mich ist es gut, Drohne, ja. Ja, für mich auch, Alter. Ticket raus, hier könnt ihr einkaufen. Oder habe ich auch eine Vergünstigung? Ne, habe ich nicht. Ich hab's hingelegt, Leute. Ey, warum kauft den Kinder ein, Alter? Was ist los? Ich markiere doch schon die Kohle und rede mit euch. Ich hab ja zu wenig Geld. Nee, ich sag ja, der Rest, dass wir zusammenlegen, deswegen habe ich ja rausgelegt. Aber alle drei laufen am Geld vorbei. So eine Munikiste. Warte, die Floppen braucht ihr Munikiste? Ja, ich nütze unbedingt. Ja, doch für Termit. Ich frage ja die anderen auch gerade. Braucht ihr eine Munikiste? Ne, ja, warte doch, mach dir doch mal. Ja? Ich will nicht. Granate ist raus! Kevin, willst du auch eine Munikiste denn hier? Da hinten landet ein. Wo? Da. Okay. Bitte erstmal Kinn langlaufen, Beugerflaue. Ah, es rendert bei mir auch nicht mit der pimmeligen Auflösung, Alter. Ja, wollen wir erstmal hier bleiben oder wollen wir schon mal hier hochgehen? Ich würde das denn da hochgehen, würde ich schon mal ehrlich gesagt. Besseren ja, Spot ja. Sichern, oder? Kiste kommt auch ja, gleich bei. Eigentlich hier Drohne aktiv, Leute. Nicht, dass da oben schon welche sind. Bei dir nicht? Dann muss es hinter uns gewesen sein, oder rechts sehen wir uns. Soll ich anmachen, die Drohne? Ja, mach mal lieber an. Komm, das ist jetzt Late Game, nicht, dass hier irgendwo gammeln die Wichser. Markieren wir den einen, haben wir nur hier. Mehr sehen wir gar nicht. Entweder haben wir einen Ghost, der kommt zu uns geflogen, der fliegt, ja. Hab ich, Alter. Oh, was war das denn, Alter, Digga? Lippen. Lippen, Klippen, Klippen, haben Mudis. Ein feindliches Team ist dir auf der Spur. Sei vorsichtig. Und hab noch eine Drohne gefunden. Hier ist deine. Da, da. Habe eine Position. Lass uns hier bleiben, Leute. Lass uns hier bleiben. Oder nicht? Oder wird jetzt ja. Ich haben eine gute Position. Da mal weg. Snap den weg da. Oh. Wo ist er denn? Wo denn? Hier. Direkt. Ich sehe ihn nicht. Wo markiert ihr? Ich sehe keinen Live-Marker, Leute. Ach, da, okay. Guck, ey, Leute, wartet doch. Lass mich doch snipen. Jetzt weiß er, dass wir auf den Aim, Leute. Mann. Jetzt ist er nicht mehr da. Ich habe keinen Marker gesehen, Leute. Ich sehe das nicht von hier mit meiner Pornobrille. Da fliegt auch einer, Live-Marker. Der ist zu weit weg, oder? Ey, Digga, ich sehe den nicht ja, mal mit meinen Augen, Alter. Runter. Bro, ich würde erstmal hier bleiben. Ich habe noch eine Drohne. Ich hau die gleich raus, weil was für Kiste kommt. Ich muss mal hinter uns gucken. Wir gucken alle in eine Richtung. Aufpassen, Schnuckel. Ja, ich guck hinten hin. Hau die Drohne raus, wenn die Zone angekommen ist. Okay, ich versuch. Ich war doch genau drauf. Das sieht aus, das Haus, wie ein Lego-Haus. Man sieht gar nichts hier, Mann. Sag ich Minecraft oder was? Als Renderrotze, Alter. Ich hab den Hit gegeben, der da läuft, Böcker. Der hat einen Hit. Ich hab einen Sniper in die Fresse bekommen. Ich brauche Mund zu Mund. Mann! Gleich kaufen im Shop. Oh, leck mich, ja, Alter, ja, Mann. Raus.
weiß nicht mal, von wo der mich gesniped hat, Leute. Ich hau mal eine Drohne raus. Ich bin so unsicher hier alles. Ja, das können wir reißen, Leute. 9 Leute noch, 4 Teams. Müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt angehen, die ganzen Rotz da. Ich sehe ja nicht mal den Sniper. Ich sehe keinen Glint. Der snipt immer noch auf mich. Ah, ich sehe den, ich habe ihn gesehen. Jetzt da oben. Hab ich. Alter, lol, Junge. Was ist denn da los? Oh, und ich mag das K.O. Habt ihr einen Prezi? Kauf mal einen Prezi ein, Kevin, oder hau drauf. Was hast du? Hast du den gefinisht? Ja, komm, hol mal Prezi. Kann ich mal kriegen, Mann. Was ist mit dem Spiel? Hab mal Orange und Prezi drauf, Leute, komm! Digga, Orange Prezi drauf, komm! Da ist noch einer. Hier. Orange Marker Prezi drauf. Ich hab hier noch 2-7. Digga, hat jetzt einer von euch einen Prezi gekauft oder nicht? Ich sag grad Orange Marker Prezi drauf, Digga! Was versteht denn da keiner, Hamudis? Let's go! Was geht noch aus, Alter? Heute flippt hier noch einer richtig aus, Andreas! Hab ich K.O. Haben wir noch einen Prezi? Von rechts, von rechts. Lass mal hinten. Ach, Mann. Volki, pass auf, Volki. Danke. Bitte, bitte. Die laufen hinten lang. Ziel. Hat einen Hit bekommen. Sie feuern aus allen Rohren auf mich. Wir müssen vorkommen, Leute, ja, oder? Die da hinten drinne. Die haben eine Kiste geworfen. Loser. Ivo Stuckelhase, vielen Dank für deine 100 Sterne, Bro. Das ist ja nicht bist gemeint. Ja, Leute, laufen links weg. Das ist nicht bist gemeint, Leute. Ich aber sage, Prezi drauf da und das war ja nicht böse gemeint. Wo sind denn die Wichser hin? Alles gut. Da hinten läuft einer noch hinter dem Haus. Leute, es leben nur noch 4 Leute und 8 und 2 Teams. Ja. Das können wir machen. Hinter dem Haus ist der, hinter dem gelben Haus. Ich stell mir rechts ab, hier, grüner Marker die Richtung. Digga, was ist denn noch drauf da? Läuft nichts mit der Bombe. Ich auch nicht. Da läuft da hinten einer. Schildbreak hat einer. Knock. Ja, jetzt sind hier am Stein hinten Live-Marker. Hier hinten, Alex. Hinten noch. Okay. Marker. Ich bin runtergefallen. Ist der weg da hinten oder was? Ich hab den einen Teamwipe. Ja, welchen einen? Ich weiß nicht, welchen ihr meint, Leute. Markiert doch mal, sagt doch mal, blauer Marker. Ist der da tot oder nicht, Orange? Nee. Ich hab da aber fetten Pritz drauf gemacht. Okay. Ist der bei euch noch irgendwo, Leute? Hier sind Gegner, pass auf, hier. Ja. Oh. Das war doch safe ein Headshot, Digga. Okay. Orange Marker ist einer, Digga. Einer noch. Danke, Backe. Einer noch, lol. Das ist der letzte Orange Marker. Ja, aber der lässt gut. Hab ich K.O. Sauber. Wir können den. Jo, nice, Alter. GG. Mit viel Schreien und Emotionen in den Sieg reingegrindet. Sauber gespielt an alle. Sauber gespielt an alle. Emotionen, alle voll emotionslos. Ja, haha, GG, gute Runde, alle. Richtigen Bock drauf. Ja, war schon okay. War schon okay. Yeah, Bruder, let's go! Alter, so, ja, sag geh nichts zur Runde, komm, scheiß drauf, an Sieg, Alter. Richt euch ein bisschen. Mensch, Schreien gehört dazu, Leute, Schreien gehört dazu, gerade beim Teacher, da gibt's nichts ohne Schreien. Alter Verwalter. Als Sniper muss ich sagen, langsam macht die Bock, Alter. Langsam macht die Waffe Bock. Boah, ich wurde damage geballert, aber nicht aussichtlich eine schöne Runde, Leute. Ich muss wieder auf Arbeit, vielen lieben Dank, Volker, ey, Volker, da ist schön Ivo. Vielen Dank für deine 100 Sterne, so schön, dass du da warst. GG nochmal. Was haben wir? 300 Zuschauer. Nice, dude. Diktator-Truppe.
Ja, schreib das doch nicht da in den Chat rein, du kranke Schwein, Mann. Schöne Runde, Leute. Ich weiß nicht, eigentlich haben wir ja gesagt, ihr habt, naja, mal gucken, ich weiß nicht. Das ist ja auch unfair, wenn wir jetzt nochmal eine Runde zocken. Das wäre ja auch unfair, Leute. Das wäre ja auch ein unfaires Ding. Hätte ich heute zum Mittag, ich weiß es noch nicht, ich hab nix. Nix da, Dude. Nix da, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oh, ich kann spielen mit meinen Gefühlen. Ich bin man da windend. Wind muss mal Visier weglassen. Dann hast du das Große drauf. Ich habe da gerade eben die erste Runde schon gespielt. Finde ich scheiße, das Große. Das wackelt mich so hin und her. Das wackelt mir schlollig hin und her. Später. Bis später, Kevin. Jo. Kommt noch jemand rein? Ja oder nein? Schreibt es mal in den Chat rein, ob noch jemand kommt von euch. Was ist das denn für ein Ding eigentlich? Cleanup? Was zu bedeuten hier? Nein, dann sag ich, mach ich mal Platz, dann wünsche ich dir noch gute Runden euch an und bis später, Alex. Jo, bis später, Cordy. Ja, auch. Servus, grüß dich. Tschüss. Guck mal, Nito, grüß dich. Hallöchen. Grüße dich, Erik. Ja, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Boyki, mein Schnuckelhase. Jo. GG, viel Dude. Spaß euch. Ja, auch, Bro. Ciao, ciao, Digi. So, let's go. Florian, Mahlzeit. Geil wäre bei der Sniper, die du gerade gespielt hast, mit dem Visier von der K. Dem Visier von der K ist ja so viel anders. Dasselbe Visier würde ist das hier halt original, oder nicht? War die K hat dasselbe Visier drauf original wie die jetzt, oder? Oder irre ich mich da? Ich mag das nicht, weil das viel so hin und her wackelt, Digga. Das ist nicht normal bei den Vanguard Snipes. Echt? Findest du? Jo, finde ich. Das ist so. Kannst du aber mit das... Ruhig. Nee, kannst du knicken. Mal auslegen, wenn du willst. Nee, das hat nichts. Mann, ich rede von der Luft oben. Digga, wenn du von der Luft oben snipest, da wackelst du doch übelst rum, Gott, Digga. Das da eine Gardine vorne dran hängen. Also. Wenn du, ich meine, jeder Sniper nimmst du an und hältst Luft an, verzieht kein bisschen, das ist klar. Aber ich meine auch generell, wenn du zum Beispiel das Sniper anvisierst und ein bisschen nach links und rechts movest, wackelt das Ding hin und her. Das ist bei den Warzone-Sniper kein Stück so. Und wenn du angeschossen wirst, hast du viel mehr diesen zuckenden Widerstand-Effekt als bei den Warzone-Sniper. Das ist unnormal, Digga, Alter. Einfach unnormal, ehrlich. Immer mit der Sniper von Vanguard aus der Luft an, Digga, das Ding zieht hoch, runter, immer mit der K oder mit der Schweizer Luft an, das Ding bleibt gerade. Das ist so ein Unterschied, ein riesengroßer Unterschied. Der Standardvisier ist das gleiche, Digga. Stimmt. Bei der Sniper, bei der K und bei der Dings. Guck mal, ob ich irgendwas Essbares hier unten noch finde und mir irgendwie... Was ist denn noch zu trinken machen? Ab
Ich hab die Eiswürfel gerade reingemacht, Digga, und die Eiswürfel sind schnell so klein. Was ist denn das denn, Blick? Da war mir das Wasser reingefüllt oder was aus Versehen? Keine Ahnung. Level up. Der Mensch kommt aus der Zockerhöhle und sucht nach Nahrung. Und Alex, geile Snipeshots eben. Dankeschön, Gordy. Dankeschön. Ich glaube, ich habe gerade Eiswürfel in mein Glas gemacht und danach habe ich heißes Wasser reingekippt. Für Einsatz im Kriegsgebiet. Ich bin so der letzte Depp, Digga. Ich bin so der letzte Butterfucker. Will ich gerade mein Level up ins Glas machen mit einem Löffel und der Ventilator hat alles auf den Schreibtisch gepustet, ey. Digga, was ist denn heute los? Muss alle du hin. Das schmeckt sauer, Alter. Das schmeckt auch richtig sauer. Und sieht relativ green aus. Ich will euch das zeigen. Seht ihr das? Oh, Brudi, hat er mal. Ich muss mal die Dinge ein bisschen größer machen. Sieht man das, wie grün das ist? Guck mal die grüne Plörre an, Alter. Sieht aus wie so ein richtig gesunder Smoothie. Ist es aber nicht. Ey, wo kommen wir raus? Hometown direkt unter uns raus, oder was? Let's go, dudes. Let's go, let's go, let's go. Come on, man. Ja. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Angriff! So, na, Tagi, was liegt ohne STG in Lila? Die gibt's auch noch die STG, Alter. Ich dachte, die ist ja schon verschwunden. Ich bin jetzt für einen Perk oft gesammelt, ich weiß es nicht. Ich sehe es immer nicht, weil ich so fett Grabbel bin, oh, Alter. Alter, wo kommt. Was? Ey, ist echt jetzt, Alter. Wo kommt der denn her, Digga? Der läuft da unten, der springt wieder runter in den Dings rein. Was für ein Hundesohn, Digga. Wo kam er her, Bro, Alter? Der zum Glück hat er nicht gekickt, Alter. Ich hab mich, glaube ich, war umgekippt vor Schreck. Aber. Oh, Hilfe, ey. Ich geh mal in Dings rein, Leute, in den Bunker und ein bisschen looten. Ich hab so eine Bunkerkarte. Komm. Genieß dein Level-Up dringend auch gerade. NG-Full. Ja, genießen. Ich genieß das eigentlich nicht gerade so. Ich weiß nicht, ich muss mir mal von neue kaufen. Ich hab einfach nichts anderes zu trinken zu Hause, was Koffein hat. Also einen Kaffee machen, Cold Brew einfach mal. Espresso rinnen, Milch und Eiswaffe, nee, das ist auch schon klar. Ich hab früher mal gedacht, dass ein Espresso mehr Koffein hat als ein Kaffee, ist aber nicht so. Das wusste ich früher nie, Alter, Mann. Ich bin allein im Bunker. Ich hab gesagt, ich geh im Bunker. Kommt keiner mit von euch oder was? Alles klar. Bunker gehört mir. Bunker ist meiner. Die ganzen goldenen Kisten warten auf mich. Behalt euch. Lauft, 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 Mann. Lauft. Der Bunker ist immer noch nicht offen. Jetzt ist immer noch nicht offen. Der Bunker, jetzt ist er offen. Feindliche Drohne ist auch aktiv. Feindliche Drohne. Ja. Rucksäcke liegen hier über einer unten drinne. Kiste kommt auch sonst wo runter. Noch ein Cluster, dann nehme ich mit, ich werde selber noch gehen. Gulag Zugang ist hier nochmal Manu für dich, wenn du brauchst. Geht sie? Ne, ich warte, ich müsste aber noch einen Gegner wählen. Ausrüstung gekennzeichnet. Esso, du bist wieder zu weit weg, Alene, die Geschätze auf den einen Gegner da, Bro. Feindliche Drohne ist aktiv. Dann gehen wir mal zur Kiste oder kaufen sie selber eine kaufen, denn ich komme zum Einkaufswagen. Lass uns den mal zum Einkaufswagen erstmal die Kiste selber holen. Moin, Mikey, grüß dich, mein guter Hexe. Oh, Digga, hier oben drinne bei mir, Mann! Leute, Mann! Warte, wir sind. Ja, schön. Das ist der Gulag. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Der Kampf hat begonnen. Verspotte den Feind, während du wartest. Das gibt's gar nicht, man kämpft doch nicht so, du Lappen, ey. Junge, er hat die Claymore um ihn gestellt. Ich hab's gesehen, Jetzt bist du dran. Bereit machen.
Ja, der kämpft, wenn du hochkommst, hinter der Luke sitzt der. Wenn du verlierst, bist du erledigt. So, vor der Luke wieder. Es ist Zeit, Soldat. Ist einer oder zwei? Vor Gulag. Ist einer nur. Den Nüttensohn, Digga. Ich hab 20.000 gehabt und sterbe jetzt. Ich hab bestimmt noch 10.000 über. Ja, genau 10.000. Was ist bei der Kiste? Ist ein Shop. Ich geh zur Kiste runter, hol Manu wieder. Ja, hier oben hin. Der sitzt oben auf der Ecke. Profi-System, Alter. Dir keinem erklären. Ich komm jetzt, ich hol den, Digga. Ich versuch den irgendwie zu ficken. Naja. Erik. Break. Ich komm, beide den ein bisschen, schießt ein bisschen, guckt ein bisschen, ich komme. Wichser, holen wir uns jetzt, Alter. Das ist einer, sicher? Ja, ist einer nur. Das ist der unten da saß. Keine Ahnung, was seine Mission ist, aber... Edgy-Badgy. Hast du gedacht. Nicht das aussagen, ich hab keinen Gamesound mehr. Ich hab den da mit dem Held, ich hab den gesniped, Leute, den Dude da oben. Ihr könnt hochkommen. Und so ein Headset wird dranhängen, Alter. Auf einmal sieht's aus. Da liegt hier noch mein Rucksack und meine Gasmaske, Alter. Das ist so sexy. Ist die Gasmaske echt weg? Habt ihr gerade echt die Gasmaske hier gerade von mir geklaut oder was, Leute? Ganz sauber, kommt. Mal ein bisschen klar jetzt hier, Mudis. Jetzt wird's zu wild hier. Jetzt wird es hier zu wild, Freunde. Zu wild. Wild West. Mal Totenstille. Nimm jemand diese Feldaufrüstung. Okay. Feldaufrüstung, alles weg oder was? Nein. Ist alles weg. Ist, ja, da, ist das so schnell? Da waren die Spotten, der war so schnell. Oh, jetzt habe ich mir auch gerade so gedacht. Was wollten wir jetzt machen? Wir haben da oben eine Kiste liegen, aber wir noch mal eine Kiste kaufen, Guys. Okay. Ja, wo soll ich eine Drohne holen? Ja, ich will nicht. Sinn, würde ich sagen, oder? Ja, ich will auch eine Drohne holen, dann zur Kiste gehen. Lass uns hoch zur Kiste, da. Da geht's rund mit dem jungen Hund. Oh, Zucker, blöd. Ja, wo denn? Wo fliegt er denn? Ich weiß auf den einen da jetzt. Hier mit dem Seil da hoch. Da fliegt er. Da drüben! Scheiß drauf auf den einen Wichser da hinten. Schießen die ganze Zeit, ja. Einer oben auf dem Berg, die anderen auf dem Street Dude. Ja, ich orientiere mich mal auf den Berg, die anderen sind auf der Straße unten. Ich bin noch keinen bis jetzt. Sichtkontakt zum Ziel. Noch ein K.O. mit der Sniper. Noch einer raus, zwei raus. Oben auf dem Berg ist noch einer. Wo da genau, sieht man das? Nö. Nee. Wo sind die auf dem Berg? Ja, okay. Ich sehe ihn nicht. Berg ist raus. Nice. Ich noch mal eine Drohne. Vier Teams gewesen. Was für Teams? Brauche Aufklärung. Hey, bei mir ist noch einer. Drohne beginnt Überflug. Gott, schon mal der Lust, Junge. Das breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Sehen alle? Mhm. Ja, gegenüber dem Haus noch einer unten. Unter uns. Ich gehe da hin. Ich versuche ihn zu snipen. Mach Totenstille an, Digi. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Halb ist der raus oder was? Genau unter mir. Ich glaube, das ist noch einer, oder? Ich weiß nicht, nee. Einen wieder gekauft hier. Okay. Lass uns da hin, ich geh mit dem Ballon dahin fliegen oder was? Ich flieg da mit dem Ballon hin. Ah, ich wollte ihn gerade anvisieren. Komm mal rüber oder wie? Jo. Wir haben es da wieder gekauft, das heißt, es sind nur noch zwei da oder einer. Die müssen mal bumsen. Ich guck mal, von oben ich den Langrennen sehe. Ja, der andere ist gerade gelandet, ja. Wo? Auf dem Dach oder wo ist der andere Dude? Ne, unten ist er gelandet. Jo. Ihr anderes Team fickt mich auch noch. Einer raus. Ich den Job, ihr könnt nochmal eine Drohne kaufen, gib mal Geld bitte. Aber wir warten erstmal, ob Kubanito schafft. Oh, das reicht trotzdem noch.
Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Wenn wir die Geld raus ein Stück, kann ich Drohne kaufen. Wird erneut eingesetzt. Sagt hinter auf Orange. Ja, ja. Und wurde zur Basis zurückgeschickt. Drohne beginnt Überflug. Holt ihr ihn wieder? Ja, sicher. Wer auch immer das Geld hat. Alex, wie geht's dir so denn? Beschissen. Beschissen geht's mir. Hier ist noch wieder Herstellungsdrogen. Verpisse dich, Mann. Verpisse dich. Ich hau mir eine Spritze rein. Manu, Alter, du hast doch schon Gulag gefunden, oder nicht? Ist das ein fettes Schwein? Nee, ich hab auch das keine. Ein fettes Schwein. Was wollen wir jetzt machen? Rechts waren auch noch Gegner bei Orange und jetzt sind wir hier. Am Ballon waren auch welche. Lass mal hingucken, na, let's go. Ich habe auch noch eine Munikiste, dann was brauchen wir Bescheid. Ja, aber wegen Berg dran, nicht, dass sie uns vom Berg oben abwählen. Ja, ich gehe hin und ich bin nicht tot, alles gut. Ich gucke bloß mal. Ja, die sind da, die schießen vom Berg auf die anderen. Vom Fenster aus, glaube ich. Nicht auf dem Dach drauf, auf dem Dach. Wegpunkt markiert, Bewegung. Der ist auf dem Dach drauf. Ignoriert das. Ja, hat Hitze gekriegt, ist hinten Untersprung. Oder ist er immer unten? Von rechts. Da bewegt sich was. Warte, Erik, knapp. Bro, ist doch gut von allen Seiten. Auf den Teacher. Digga, ich weiß nicht mal von wo, Mann. Von allen Seiten. Ja, ist doch gut. Haut ab da, bringt da nichts hin. Haut doch ab da. Auf. Ich bin gleich wieder da, Hamudis, ihr macht das noch. Auf dem Dach ist Schildblock oben. Ja, lässt über links wegziehen. Oh, der Alex guckt mir zu. Werde ich wieder ganz nervös. Hardliner, da kostet der doch nur, da kostet der doch 2-3, oder? Ich glaube ja. Weil der ist gerade da, der Alex. Gegner, gekommen. Ich habe beschossen! Oh, von links. Gott, ihr kleinen Lollis, ey. Na, ich bin dran. Alex ist nicht da, aber wir schauen zu. Naja. Ja, los, Mann.
Danke. Thank you very much. Gibt's irgendwo noch Waffen, Guys? Schwierig, ja. Also hier ist ungelootet bei mir, aber... Okay. Bei mir sind Gegner. Bei diesem Gegner, ich will gerade die Lupe machen, Alter. Jetzt noch Blixen und Grün. Oh, die nehme ich hier. Das ist der erste Mal, wo es ein Gegner bei Erik ist, wo der andere eins was ist. Da sind mehrere, glaube ich. Wir können noch einen kaufen, Manu. Warte. Sammelpunkt markiert. Erstens. Ah, nicht dafür, Dude. Feindliche Drohne, die werden jetzt kommen wahrscheinlich. 35 Meter, wer von hier drüben? Oh ne, Digga, nee, lass mich hier ruhen mit dem Scheiß. Die 35 Meter, dann geht gleich ran. Ne, ist weg jetzt von der Drohne, vom Herzi. Tu dir noch ein bisschen die Häuser. Ich hab dir noch eine Rohne. Ich hab erstmal, ich spiel die grüne, Digga, die grüne Dings hier, die Blixen. Ich will noch ein bisschen looten, ist alles ungelootet bei mir, wenn wir Erik wiederholen können. Soll ich noch zur Kiste rüber, Jungs? Nee. Hier, bei mir ist ungelootet. Kann sein, dass die neben mir im großen Haus sind, wo dann Jeep steht. STG ist hier noch. Wir können Erik kaufen, ich komme gleich. Feindliche Drohne ist aktiv. Oh, Kubanitos Orange. Komm zum Shop gerannt. Überall Großwildbolt und... Rot! Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, die sehe ich schon hier. Liege unter Beschuss. Trophy-System läuft. Von wo kommen die? Ja, hab ich markiert Orange. Also hier, die sind schon hier neben mir. Ich brauch Hilfe. Digga! Ey, Junge, was willst du machen mit so Pisswaffen, Alter? Mahlzeit, André, grüß dich. Es geht, Digga, wie geht's dir, mein Guter? Du ne Scheiße, Alter. Bin unterwegs. Oh, Mann. Von euch haben. Ja, dann die Team 13 Kills der Ene. Das ist doch kacke, Alter. Alle Malle Aquamaler, Bruder. So, gucken wir mal, wer reinkommt hier. Von den Gladiatoren. Gladiator. Wie bitte? Okay, fühle ich. Hey Jungs, ich muss raus, ich muss leider arbeiten. Alles klar, du, trotzdem vielen Dank für die Runde, Schnucki. Ciao, Brudi. Ciao. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mir in die Röhle? Röhle. Eiskalt, spielst du mit meinen Gefühlen? Endlich Gefühle. Endlich, Junge. Endlich, meine. So ist doch nicht normal hier, was los ist mit euch hier. Bleibt mal ein bisschen locker auf dem Boden. Moin, Ronnie. Moin, Bro. Ich spiel's einfach mal die scheiß Ding, Alter, auf Aldera, Alter, die QBZ eine Runde. Ich Bock drauf irgendwie, keine Ahnung. Ja, einfach mal eine Runde. Das macht mir so Bock, die Waffe, Alter. Was haben wir jetzt hier? Wo ist denn die Dings eigentlich hin? Sag ich mal her. Ja, wo ist sie denn? Die Blixen, Alter. Das ist die ganz oben, oder was? Hier ist er doch. Wie sind wir jetzt? Zu viel? Kommt keiner mehr rein? Starten wir nochmal. Subgames, alles über der Randa. Ich würde reinkommen. Das ist doch bis da drinnen der gute Ronnie Strinne. Dann würde ich sagen, dass wir den Countdown laufen. 3, 2, 1, let's do it! Schreibt kein anderer. Ist jetzt mein Headset eigentlich am Laden? Ach so. Schwierig, alles schwierig, ja. Warum bin ich so glücklich, so fröhlich war ich nie?
One-Shot-Wonder heißt die Waffe. Ist ja auch sexy, Alter. Sieht geil aus. Alter, sieht aus wie so eine Comic-Waffe auch. Sehr heftig. Was ist denn das für eine? Oh, was ist die KGM? Nee, nee. Ja, doch. Sieht schon sexy aus. Sexy aus. Medical. Ey, optisch sieht die auch so geil aus, die AKO, Digga, aber die kannst du halt nicht so gut zocken. Optisch finde ich die mega sick. Hier stecke ich jetzt aber kein Geld mehr in das Game. KGM ist das. Ja, sicher sieht der Borderland-mäßig aus. Das ist von Borderland wahrscheinlich auch. Und sieht doch genauso aus. Finde ich geil, hat was. Mein Geschmack. AGM ist da so, die KGM sieht schon geil aus, die muss ich mal sagen. Es gibt kein Geld mehr für das Game aus, ne? Zeit ist rum. Niemals, Junge. Niemals mehr Geld ausgeben für das Spiel. Oh, eine Nachricht schon wieder. Na, willst du den Schniedel an mir reiben? Mhm, okay. Mega. Das wollen wir alle. Das wollen wir doch alle. Auf Einsatz. Zeit sich bereit. Oh, nee. Das ist Wahnsinn. Das ist doch wie Radfahren, Leute. Wir haben halbe Sau nicht gezockt. Ihr macht das Ding an, ihr seid wieder drinnen, Mann. Boah, Aimbot ist drauf. Aimbot, der sitzt, der Aimbot, Junge. Der ist absolut gut eingestellt gerade. Der sitzt einmal frei. Der Aimbot ist da. Wenn wir jetzt von oben an Aimbot machen nochmal. Gucken wir mal. Ging der direkt drauf aus dem Gegner. Hier unten noch mal ein bisschen. Oh, Digga, noch mal ein Headshot gemacht, Junge. Das ist meine Hütte hier, Spastis. Verstehst du das? Da kommst du nicht mehr drauf, mein Bester. Ein Wunderkugelschreiber. Gut. Hab mal eine Frage. Vielleicht weiß ja jemand, wenn eine neue Warzone-Map kommt. Wenn eine neue Warzone-Map kommt, kommt keine neue Warzone-Map mehr. Die ist doch erst neu gekommen, Caldera. Gibt's doch noch nicht so lange. Veränderung wäre ja eine neue Warzone-Map ist doch gar nicht angekündigt, oder irre ich mich da jetzt? Bitte nicht. Immer Geld für Terminator wird noch gegönnt. Naja, ja, kommt drauf an. Wozu denn? Ich weiß nicht. Dann spielst du denn eh nicht mehr das Game, oder was? Lass mal Arsenal raus. Anal. Du willst Anal oder was, Erik? Moin, Testo. Gosh, unten ins Haus rein oder rüber in das? Ja, unten ins Haus rein. Ich gehe mal unten rein. Hier unten rein in das Haus. Oder oben rein, einer kann links neben mir in das andere. Oder so. Wir haben eigentlich haben wir vier Häuser für jeden eins. Ich hier grün. Manu geht blau. Der Rest macht unter euch aus. Also mit dem Fallschirm auf hier an der Kante bei mir, da fliegt ja manchmal nicht der Fallschirm. Oh, es klingelt. Klingelt denn da so? Alter. Die. Ja, das ist ein Wachhund, Digga. Das ist ein Wachhund. Weil da war einer die Tür betritt, dann heult er rum, eine kleine Maus, Junge. Ich geh gleich mal in das Grundgebäude hier rüber. Ein O-Haus, ja. 1000, wir können gleich kaufen, ne? Naja, na, eine Attacke. Dudi! Wir können einkaufen, ab zum Shop. Luca bleibt, mein Nachhui bleibt, und der Dickstorter Pischka. Dabei. Wir können einkaufen, alle mal zum Shoppen, meine Freunde. Ich bin angeschossen. Oh, Dick. Wer klingelt denn da so oft, Mann? Mach doch mal keinen Sturmklingel, Leute! Backen, Alter, Junge, welcher Trottel klingelt dann tausendmal, Alter? Ich hab Geld rausgelegt. Judy! Ich komm wieder aus dem Fenster raus. Ich hoffe, ich komm klingelt da, Alter.
Von oben, gib mir das Geld, Ronny, ich kaufe einen da los. Renn da nicht rum wie ein Zöpfchen, gib mir die Kohle, ich mach das. Der liegt doch schon am Shop. Nein, liegt gar nicht am Shop, was hat er, du Eierhals, Junge? Leute, ey, komm, ich schmeiß jetzt hier den. Du hast sie geholt. Nein, ich hab extra einen Shop jetzt geschmissen. Ja. Du willst keine Platten mehr. Weigere mich zu sterben. Mal Platten bitte, Manu, Alter, du hast noch welche, Bro, ich hab keine mehr. Ich komm hier nicht rein, nämlich gleich tot, Mann, die pushen uns, Bro. Thanks. Sind schon close, wir sind close, Manu. Ja, warte. Auf dem Dach. Da sind ein LKW, Alter. Feindlicher Soldat in der Nähe. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überlebender auf einen erneuten Einsatz. Dein Teammitglied wurde schön. Bei mir im Haus. Und kämpft um eine Chance. Digga, was ist das denn? Bin dran. Yo, Digga, nee, ich hab auch grad voll versagt. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Und dann starte ich gleich eine gute Runde hier. Ah, nee. Jetzt kämpfen sie. Verspotten ist eine gute Möglichkeit, um den Feind zu ärgern. Oder nimm einfach einen schweren Stein. Der geht, glaube ich, rechts lang, Manu, oder Mitte durch. Mach dich bereit zuzuschlagen. Du bist dran. Du musst rechts irgendwo sein von dir aus. Aber. Danke dir. Bitte, bitte. Kämpfe dich raus, um zur Front Gulag mit Maguera haben sie irgendwie von rum zu kriegen. Kämpfe dich hier raus und. Du hast keine Schwäche gezeigt. Lodon ist nicht safe. Ne, da ist ganzes Team eben gelandet. Factory, Lupe machen, oder? Ich guck grad mal von oben beim Lodi, wo die hinlaufen. Ich stieg mal kurz ein bisschen runter. Da liegen. Problem ist, wir kriegen trotzdem die Anpasser hier. Von, die haben ja, einen eingekauft am Shop. Hier, die sind hier. Sind die. Einer kommt runter, gerade zur Kiste geflogen. Ist ein Einzelner, ich glaube, ich versuche ihn zu holen. Ist mir ja jetzt, Alter, Digga. Ja, das ist. Komm mit, Alex. Er war nicht erfreut, er war nicht erfreut, der Dude. Hier meine Sniper wieder rein, ich auch. Platten einkaufen auf jeden Fall. In Orange. Gewesen. Ah, es kommt gestern. Snipeshot. Oh, immer nach hinten. Orange. Hab ich gesniped, den hab ich den Dude. Der ist hier drauf, auf dem Marker, mit einer grüner Marker. Einer im Prezi hat von euch. Nee, hat keiner. Leg mal Geld raus, dass wir Platten kaufen können, bitte, Leute. Leg mal Geld zusammen. Hier liegt Geld drin. Das brauche ich. Und ich kauf einmal Platten, ich verteile die Platten. Iri, kannst du noch mal einen rinhauen? Hier eine Platte. Guck mal, wir wissen, dass hier Ronny braucht erstmal. Eins, zwei. Na, das sind die Dudes. Einen habe ich noch übrig, denn ne? Erik, hau dir mal eine Platte rein, Digga. Ja. Hier. War gerade am gucken, dass ich einen snipen kann da oben. Ja, kannst du trotzdem mal eine Platte reinhauen. Ja. Digga, was? Wo schießen die denn die ganze Zeit, Bro? Ja, da oben. Der Feind ist hier. Da einer noch. Nochmal. Hier. Einer springt aufs Vordach runter. Ja, der holt den anderen, wo ich noch geschossen hab. Das bringt nichts, Leute, das bringt nichts gerade. Die werden immer wieder belebt. Ich gehe weiter, macht keinen Sinn, da jetzt zu fighten. Wollen wir Factory rüber, oder? Hm, können wir machen, ja. Längste fahr ich ein bisschen ab, dass ihr laufen könnt. Alles gut. Zum Plünderungsauftrag vorrücken! Plünderungsauftrag weg. Kann ich die Drohne auch noch an, Digga, leck mich da. Erik, komm doch mal mit, Brody. Was machst du denn, Schnucki?
euch Rückenschutz geben. Ach, Rückenschutz geben. Es schießt kein Schwein auf uns, du Eier. Das sind nicht die einzigen. Digi, vor uns sind auch noch Gegner, rechts sehen wir uns. Weg. Die waren nicht gewesen, ja. Okay. Mal aufpassen, wir wissen nicht, was wir sonst machen hier gerade. Kompletten Scheißgame schon wieder hier. Auf jeden Fall mal Platten. Das fehlt ja, Platten brauchen wir alle, das stimmt. Feindliche Drohne nochmal, Digga. Okay. Schlecht, ganz schlecht. So eine Platte hab ich. Was ist denn das hier? Guck mal, Platte, Manu. Einen Wurfshop hab ich. Können wir nochmal einkaufen? Ich schmeiß den hier hinten, ist mir egal. Und eine Platten kaufen nochmal. Liegt die Platte? Kennzeichne Panzerung. Gib Toastbrot mal lieber ein paar Platten raus. Der hat ja keine, Alter. Wo ist ein Toastbrot? Komm her, Ronny. Das Gas nähert sich dir. Ja. Bitte, bitte. Oh, wieder ein Spiel. Göttlich. Ungelootet hier oder was? Ja, da muss aber einer rumkommen, ne? Naja, irgendwo sind die hier. Da begann mal Richtung Kopfgeld. Der muss ja drüben irgendwo rumtommen. Was über uns? Das über uns? Bin mir sicher. Lute. Ich hab eine Plattenkiste gefunden, Leute, wir haben alle Platten. Die Lupe ist noch da, wir können eine Lupe machen, aber Kopfgeld, wir können eine Kiste kaufen, wenn ihr wollt nochmal, aber wir haben ja alle eine Drohne kaufen, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Ja, macht mehr Sinn. Okay, ich komme ja nicht hoch mit meiner 1,30, Junge. Lass mal Geld aus dem Shop, komm, wir kaufen eine Drohne, gehen wir mit dem Ballon hin und machen ein bisschen Jalla. Machen, ficken das Kopfgeld denn weg oder irgendwas. So, lass mal zum Seil schon mal gehen, dann hau ich die Drohne kurz davor raus. Ficken wir die jetzt. Mahlzeit, Aluin, grüß dich, mein Lieber. Da ist noch eine goldene Kiste, vielleicht noch was Cooles drin, Alter. Rucksack, liegen nochmal 5 Platten hier. Ich mach jetzt noch eine Kiste, ich muss die aufmachen, weil das der Zwang ist. Und wieder einschick, siehst du? So, Drohne hau ich raus, let's go. Oben oder was? Die bei uns sind auch noch welche anscheinend. Wo sind denn die, ist Kopfgeld, Digga? Wo sind denn die genau hier? Ja, ich sehe die. What? Was? Aha. Können die uns denn so schon sehen, okay. Bro? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Der ist schon wieder komplett auf dich geschossen. Er wusste nicht mal, wo wir sind normalerweise. Die laufen, die wollen uns überlaufen, Digga. Die wollen uns hoch von oben kommen. Da ist schon einer über uns sogar. Die sind schon über uns. Der fliegt da, der Dude. Ja, der hat Hits gekriegt. Jetzt nach vorne, Digga, Alter, einfach hier ein bisschen pushen. Ich hab noch einen Brezel geholt, Alex. Ich hab 2 K.O. Bräuchte Hilfe. LKW kommt von oben. Schaltet ihr Fahrzeug aus! Wohin? Hier hin. Grüner Marker, ja, grüner Marker. Ja, nice. Orangeschein. Orange ist einer, okay. Ja. Da unten einer am Seil. So offen, ja. Am Seil zieht sich hoch. Ach, der ist weg. Nicht mehr gekriegt den. Wer klingelt denn da schon wieder? Habt ihr Lucky Sachen oder mit? Ich muss mal ganz kurz gucken, Alter. Heli. Willst du? Danke. Digga, was wurde, der kommt nie wieder, Alter. Sag ich dir gleich, wenn er weiter so dumm Sturm klingeln, machen ja alle. Und klatscht hier noch richtig. Dudi! Alhamdulillah! Alhamdulillah, Maschallah, Bruder! Wollen wir jetzt hier hin? Ich weiß es doch auch nicht. Wollen wir eine Drohne kaufen? Lass uns zum Shop gehen, lass uns zum Shop gehen, ich ist kacke hier, Alter. Lass uns nochmal Factory hinten, das macht das keinen. Lass uns mal zum Shop da hinten los, dann sind wir mal gut drauf, können wir nochmal Drohne kaufen.
Die snipen von oben auch irgendwo. Helikopter, warte mal, Helikopter ist rausgesprungen. Ist rausgesprungen. Der hat Schildbreak. Der hat Schildbreak, der Looter, der fliegt. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch dumm, da und da. Du musst auch mehr Fruchtwehr essen, Axel. Die Lektion findet den wieder. Da ist jetzt noch was im Heli drin. Ja, sicher ist da noch was im Heli drin. Der Heli fliegt nicht von alleine, großer. Der fliegt nicht von alleine, Bro. Ich hab gesagt, dass einer rausgesprungen, hab ich gesagt. Ja und? Ich bin ein Spot, Diggi. Amudi. Ja, ich hab dir Geld hingelegt, aber ich brauch dir was. Ich hab Geld, ich brauch kein Geld, ich hab alles. Da unten, laufen Gegner. Ich brauch noch einen Prezi ein jetzt hier, Alter. Komm her, du kannst doch was kaufen, mal eine Drohne oder so. Ah, hier kommt mal eine Drohne, bitte. Wo wollen wir hin jetzt? Erstmal hier bleiben, würde ich sagen. Eine gute Posi haben wir eigentlich. Da unten, die sind da unten. Hier, Schildbreak, Schildbreak da unten. Hier unten, genau, hier. Oh, grüner Marker. Die schießen auch auf meinen fetten Arsch, Junge. Wo denn, Alter? Hier unten. Von grün. Ja, vorhin die hat er genommen. Ich weiß nicht mehr, wo die auf mich schießen. Hinter uns kommt noch einer. Hinter uns kommt noch einer. Oben oder was? Raus. Ja, ja, das sind die, die wir gerade geholt haben. Ein Horror-Ding. Verbündete Drohnen in der Luft. Stöbern wir sie auf. Alter, wie viel sind denn da, Junge? Das ganze Team. Da oben ist einer drauf, der liegt. Warte mal. Ah, ich kann kein Prezi machen. Why, dude? Da oben ist der K.O., Digga, hier auf dem Ding, auf dem zweiten Hakuna Matata-Ding. Ja, das, die anderen drei sind ja auch noch hier, ne, auf Blau. Ja, ich weiß, Bro. Das müssen jetzt zweimal links oben auf Grün abaimen. Die werden fliegen gleich, Digga, die werden gleich fliegen, glaube ich. Ja, komplett offen wie eine Bitch, ja, ist halt so einfach. So einfach ist, muss man auch mal geradeaus sagen, ja. Jetzt geradeaus hin, Digga, da habe ich ein bisschen Deckung. Der auf grün läuft wieder. Der kann doch nicht so erlauben, ist der wahnsinnig oder was? Hat nur einen Hit bekommen, habe ich gesehen, wie er gezuckt hat, der Kacklappen. Pass auf, Manu, wo bist du? Du bist bei uns noch, sehr schön. Oh, na komm, der aimt auf mich, der Wichser da oben. Wie kann der mich sehen? Ich sehe ihn nicht mehr, Alter. Jetzt fliegen die fliegen alle zwei. Alter. Einer ist runtergefallen. Hinter uns. Bin ich. Über uns, der andere Finger über uns hier, grün. Setze weg, Punkt. Oh. Grün oben bei mir, genau. Ich darf nicht husten, bis ich da bin. Der hustet aber hoch. Ich stehe den vor mir. Das ist wie ein Ziegenbock hier bei den Steinen, Leute. Richtig Ziegenbock-mäßig unterwegs hier. Das sind Zweie! Es sind Zweie! Ich habe keine Waffe mehr, keine Muni mehr. Oh, ich hab beide geholt! Hätten hey, die Junge! Jo! Team Vibe! Rucksack! Factory ist ganz viel. Ich hab noch eine Plattenkiste mit. Wo sind denn hier die Essminen? Oh, Alter, wie weit wir müssen. Jo, wir müssen Action. Wir haben aber gehört mit dem Ballon fliegen von Factory. Ja, Factory war übel viel los. Dann fliege ich von hier oben. Ich kann von hier oben fliegen, wo ich bin. Ich würde ganz zu dem Einkaufswagen, einen von den beiden hin eigentlich, mittig rein. Echt, ja, hört, okay. Wo willst du sonst hin? Factory selber? Nein, Attacke. Ich bin jetzt auch in der Luft. Ich fliege. Fahre ich mich über den Gebiet ab? Warte mal, der Typ kommt da runter, weil ich ihn gekillt habe gerade. Dann kommt bei mir runter einer. Ich geh wieder zurück. Ich schau einer runter. Hab ich gekillt nochmal. Oh, jetzt komme ich geflogen. Hakuna Matata-Ding. Bei mir zündet der Fallschirm wieder nicht an. Oh ne, ich zieh den Fallschirm, mein Guter. Erika, wollte ich mir Sorgen machen. Was ist denn da los? Ein bisschen zu viel auf der Hüfte dort. Ah, ich bin zu fett. Steh dazu. Naja, ist ja ich ihn sagen. Ich bin jetzt hier eine Trommelader. Hast du die gefloppt, Mann, oder was, die Kiste? Ja. Nee, ich habe keine Platte mehr. Alles gut, ich hab auch noch eine Kiste. Alles gut, ich leg nochmal 7 Platten raus. Ich geh nochmal ran da. Ich geh zum Einkaufswagen vor, ich fühle mich ja wie zu offen, oder wollen wir. Ne, wir müssen eh nach vorne.
Wollen wir mal irgendwas kaufen, eine Drohne oder so? Von hinten noch was kommt. Doch, komm, hundertprozentig. Von Factory wahrscheinlich auch, aber ich fühle mich hier. Schon mal vor, ich aim nach hinten ein bisschen ab. Du bist aber wieder alleine, Bro. Vor ist ein Helikopter vor uns. Die haben den an den hinten, an den großen Shop haben sie jemanden geholt. Ich bräuchte euch hier vorne. Komm, lass mal jetzt ein bisschen zusammen hier bleiben, bitte. Ich bin doch schon bei dir. Ich rede von dem ganzen Team, Erik. Stell dir vor, wir spielen zu viert, Schnuckel. Scheiße dich. Der Factory ist oben noch was drauf, auf jeden Fall. Hinter uns, Gegner. Und ich kann den Bau machen. Hat er mir das Kill geklaut, der. Du markierst den und schießt den, jetzt also still, Bro. Blaster liegt hier noch hinter mir. Von wo schießen sie denn alle, die Spacken? Heli? Ja, ich finde das wirklich schön. Oben ist einer hier. Hier oben drauf. Hab ich oben drauf, geht ein Prezi hin. Cluster hole ich mir noch. Alex, hier, hier ist noch einer, hier auf Blau, hier drinnen, in der Hütte drinnen. Okay. Von wo? Von rechts. Komm mal open field, kommen die. Ja, hier. Hab ich Live-Marker. Leb dich wieder, du alter Tölpel. Mahlzeit, Emanuel. Dankeschön, Claudi. Wo ist denn der Shop? Wir rennen erstmal fett dran vorbei, Junge. Mein Kill nicht mal gekriegt. Nee, weil der, glaube ich, wiederbelebt worden ist. Die fighten aber davon die ganze Zeit. Kann ich an meine Waffen wieder dran? Ja, klar. Ich weiß nicht. Ein gehittet. Erstmal nicht so weit. Sind alle vor uns. Hab ich nochmal einen Kill bekommen. Nochmal Shieldbreak, einer. Oh, Digga, ein Helikopter oben, ich glaube, ich mach gleich ein Prezi drauf, Alter. Hier, oh, hier von hier hinten kommen zwei Teams. Das heißt denn von hier hinten? Hier hinten. Okay, Helikopter kommt geflogen. Kommen die zu uns, oder was? Hey, die haben einen Laser, alle Leute, was ist denn da los? Achtung, rechts. Rechts, ja? Oh, ich sehe die rechts. Ich sehe die rechts, Bro. Killbreak. Ja. Ja, noch welche, ja. Links. Einen habe ich K.O., Digga, da hinten. Hier Cluster drauf, hier, euer grüner Marker K.O. Hoffentlich kriege ich den Witz erwiesen. Ja, wir haben erstmal hier eine Deckung, Digga, wir müssen zwar nach vorne. Der geht echt noch down oder was? Ich hab den Kill nicht gekriegt, Junge. Scheiß Cluster-Rotze. Da ist einer noch. Drüben sind noch zwei mindestens am Shop. Ich sehe den einer. Hab ich K.O. Heddy? Der liegt da. Grüner Marker. Nice, wichtig. Ist auch noch ein Team. Du hast keine Platte mehr. Dann lass uns zum Shop gehen. Komm, wieder mal zum Shop. Schaffen wir das noch? Bisschen husten. Hier, komm her, Ronny. Komm, Platten gekauft. Spritzerin und weiter. Oh ja. Ronny, belebst du mal bitte dann wieder? Ich will abheben. Ich bin für dich da. Ja. Nicht mal, wo der gesniped hat, sehe ich nicht. Ja, die haben gutes Aim, Bro. Die haben richtig gutes Aim, Mann. Was willst du denn da denn machen? Jo, ist doch gut. Ich hab mal eine Plattenkiste, ich Depp, Digga, Alter. Ich hab eine Plattenkiste noch. Oh, Manu, ich komm. Die kommt von links. Feindlicher Prezi. Na ja, ist klar. Wird ja nix, die schießen auf meinen fetten Drecksnacken. Einer ist hier an den Fällen. Ja, was soll ich machen? Wir müssen jetzt hier... Ich droppe gleich eine Plattenkiste, Leute. Eine Platte?
Hast du? Ich brauche unbedingt. Ich habe eine, ja. Ich komme mit zu euch, Leute. Schnappt euch die Panzerung. Hab ich nicht. Ja, das andere Team muss noch von drüben kommen. Hier, Platten geht's lieb. Ein Team kommt von rechts noch. Okay. Da sind ja nicht mehr so viele, Digga. Müssen wir ausspielen, müssen wir ausspielen. Lass die fighten, weil da sind ja zwei Sniper dabei. Sowieso, ja, Digga. Wir sind schon hier. Ich hab einen K.O.-Sniper in dem Haus. Komm mal gehittet. Noch einer hier. Nochmal einen Hit bekommen. Von rechts irgendwo. Ich hab einen Assi bekommen. In dem Haus noch. Die wollen jetzt den Kumpel wiederbeleben. Der rennt ins Haus rein. Der wird den Kumpel wiederbeleben, ja. Ja, auch noch einer. In dem Haus drinne. Hier ist der Treffpunkt. Vergesst, was ich gesagt habe. Direkt da raus, nochmal einer. Noch ein K.O. Ich geh jetzt vor, Digga, ist mir egal. Leute, ich jetzt hier K.O. hab, Junge. Hier, grüner Marker, geh ich jetzt hin. Da hab ich einen 2 K.O. geschossen. Jetzt hier noch machen, Alter. Jagt sie hoch. Hab den nochmal K.O. Hab auch ein K.O. Im Haus. Oh ja, ich bin auch K.O. Meiner ist raus. Ist raus gerade im Haus. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den, da kommt einer geflogen. Kommt einer. Hab ich. Einer noch. Kann mich einer holen? Nee, ist grad schlecht, glaube ich. Wo ist denn der Dude? Im Haus. Hab ich. GG, Leute, zwei Wins hintereinander. Das läuft, Mann. Das läuft. Tüte Teamplay. Ihr alten Schnatterasseln. Ich schwitze wie ein Schwein. War trotzdem, denke ich mal, eine starke Lobby gewesen. Ja, war es auch definitiv. Ja, hast du gesehen, wie die gelasert haben, Digga, Alter. Ich glaube, ich habe 2 Kills gemacht. Also, okay, besser ist ja auch nicht. Ich mal gucken, wie viele Kills ich habe. Ich gucke gerade auf mein Handy. Ja. GM-Modis. Ja, das ist sauer, Alter. Ja, 1900 Damage, das wären eigentlich 5, 6, 7. 4000 Schaden, 7 Kills, das wäre schlimmer. Naja, das stimmt. Ja, pro 1000 sagt man mal 3 Kills, 3,5 Kills, 3,25 Kills. Hätte Erik normalerweise 4, 5, 6 Kills haben müssen. Manu hätte 3, 6, 9, 12, 13 Kills die wir haben müssen. Und ich hätte auch um die 18 Kills haben müssen. Scheiße, ja, hat doch Bock gemacht, Mann. Hat doch Bock gemacht, oder? Aber Takuna Matata, dieses Wort sage ich gern. Ich Sniper, glaube ich, ist meine neue Lieblingssniper, glaube ich. Macht Bock. Die macht schon Bock, du musst dich sorgen. Guck mal, jetzt hier für eine neue Rolex gekriegt, Alter. Limitierte Auflage, sieht ja geil aus. Die nehmen wir mit, die hauen wir uns dran. Was? Herr Basti, da hast du recht. In K.O. Ich bin auch K.O. Wiederbeleben. Ach, wieder K.O. War schon lustig. Rechts ist einer, links ist einer. Guck mal, wer jetzt reinkommt. Scheiße, ich hab schon wieder gestartet aus Versehen, das tut mir leid. Guck mal, wer jetzt reinkommt. Das ist der, ey. Kommt hier. Nein, Semtex, wieder K.O. Wer nicht kommt, verpasst was. Verpassten Sie ich, meine Freunde? Zeit, dass ich hier vorher, muss der dritte kommen. Jetzt sind wir bei 502 Siegen. Und wie viel? 48.000 Abschüsse. Das ist doch nicht normal, Mann. Du musst wissen, was ich an Siege habe. Ah, ne, ist doch scheißegal. Guck mal, was man aufgespielt. Wenn man Rebirth spielt durchgehen, hätte man wahrscheinlich schon das Dreifache an Siege, aber.
Bei der macht halt mehr Bock. Ich zock eigentlich beides. Wir haben damals in Vivo, haben wir gesagt, in Vivo im einen Monat oder anderthalb Monat 100 Siege geholt, Digga. Bei Vivo habe ich jetzt 95 Siege. Na du oh Hund. Gott, Dungeon. Oh Gott. Du bist Supporter, genau, ja, Schnuckiwutz? Ach, ihr spielst da, sorry, ich geh raus. Ja, ich hab gedacht, nur der Mikado ist da. Nee, alles gut. Könnt ihr mal jetzt zusammen spielen, wenn ihr wollt, alle beide, das weiß ich nicht. Ne, wenn ihr spielst hier, ich geh raus. Sorry. Alles gut. Ciao, Bro. Darf man den Bauplan von der Marco mal sehen? Ne, der ist hier heim, Uwe, weil das ist nicht cool, wenn ich den jedes Mal zeige. Natürlich darfst du den sehen, was für ein Quatsch, Bro. Ja, man will ja den Bauplan nicht sehen, du. Absolutely delicious. So, wie gesagt, Subgames in Kinder reingenommen, starten wir jetzt nochmal neu, weil ich hab keinen Bock ewig zu warten, Herr Moody's. Marco 5 habe ich im Bot drin anders gebaut wie Dings, weil ich die als Cyber-Support nehme, Leute. Das ist halt ein bisschen beschissen. Man muss halt übelst umbauen. Du kannst die auch mit. Ach, in so viel verschiedenen. Du kannst mit dem Lauf spielen, mit dem Lauf spielen, mit dem Lauf spielen. Schussratenlauf, Bewegungstempo, der Movementlauf. Ich spiele gerade als Sniper-Support, deswegen habe ich einen Schalter einfach dran, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Dann starten wir jetzt wieder, was soll der Geiz? Doch, alles gut, ist ja nicht so schlimm. Passiert. Was passiert? Bin gleich wieder da. Wiedersehen. Alex? So? Ja, was denn? Also das zweite Team, was wir geholt hatten, hat eine Team-KD von 2,15. Team 3, also das andere Team, 3,82. Oh, was ist das für Lobbys sind, Alter, Digga, holy crap. 4,88, 3,60, dann eine 3er-KD, der andere, das eine Team 4,2. 1,8. Was, Alter, Digga? Hätte ich echt nicht gedacht, dass sie so gut sind. Aber war aber eine, was heißt entspannte Lobby, war eine 1er KD Durchschnittslobby gewesen. Ja, gut, das ist. 4er Durchschnittsteam KD? Nicht schlecht. Also die wir rechts hier geholt hatten, hier gerade eben, ja, das waren die. Hast du schon mitgekriegt, dass die auch gelasert haben, Alter? Kannst du mal die Sniper zeigen, bitte? Natürlich. Grüß dich, Alexander, mein Lieber. 131 Bilds am Tag. Du weißt ja mehr als ich, Schnucki. Wo ist denn jetzt die Sniper hin hier? Waffen und Ausrüstung prüfen. Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Okay, wenn das bitter ist, vergessen, aber ich bin heute nicht so. Ich bin heute nicht so. Bin schon bitte und danke relativ, sag ich mal. Das ist in Umgangsform die Vergessenheit geraten. Früher war das bei uns Standard. Da wurden wir so erzogen mit bitte und danke. Danach gehen ja auch dann die Lobbys, Basti. Es geht ja nicht immer nur um die KD, sondern auch Durchschnitt-Kill pro Minute, Punkte pro Minute und alles so eine Sachen. Also das Matchmaking ist hier eh nicht richtig, das seht ihr ja selber. So, was ist denn das für eine verhurte Zone? Lass uns trotzdem rechts Hometown gehen, da können wir mit dem Ballon hinfliegen. Ich hab keinen Bock jetzt oder ewig weiter zu fliegen. Also mit dem Ballon dann in Ruhe, können wir noch Ruhe looten, unsere Klassen holen. Ach du Scheiße, Alter. Guck mal, was der ab jetzt runtergeht. Da geht das ab, Digga, da geht's ab, Bro. 15, 16 Leute mindestens. Blixen habe ich nicht im Bot, die spiele ich aus dem Battle Pass, Bro, aber die Blixen spielst du mit Rückstoßbooster, dann mit dem letzten, oder das letzte Lauf ist glaube ich schon, also das ist der lange Lauf, denn entweder Handstopper oder
Oder Schnitzer spielt man die. Mit 54er Magazin, mit verlängerter Munitionsart. Flink und schnell, Saft entfernt und Mikroflex LED-Visier, wie die Scheiße heißt, oder Reflektor-Scope. Kannst du dir aussuchen, ist ja eh dein Ding, ist ja eh kosmetischer Scheißwurz da. Das ist am besten halt die Felden-Scopes. Wenn du es nicht verstanden hast, kann ich es gerne nochmal sagen, Bro, ist kein Thema. Kein Thema, Bruder, ich wiederhole mich gerne. Ich liebe. Ich schütze, ich muss dir mal mit die Laser 1 höher drehen, das geht nicht anders, Alter. Wäre natürlich sinnvoll, wenn man vorher Slowdowns bekommen, weil Airfield dann... Naja, das kannst du knicken, Digi, das wäre Selbstmord. Das braucht man gar nicht erst anzufangen. Deswegen gucken wir mal, was jetzt hier geht. Kohlemäßig sieht ja nicht so schlecht aus, wir haben noch genug zum Looten über. Aber es kommt echt bei mir keine scheiß Kohle raus gerade, Alter. Gleich ein Kollateralschaden hier. Geh mal zu meine zwei Pimmelhäuser hier rüber. Restaurant, war einer von euch ein Restaurant looten? Hier, das hier? Ja, nein. Markiere Sammelpunkt. Ja, ich. Also ich nicht. Okay. Ich. Leute, ist das ausgerastet da bei den einen TikTok-Dude, Alter. Ich hab doch bloß gesagt, Alter, Timelag. Also das Ausrasten ist halt noch lange nicht am Moody's. Was ist das? Darf der das überhaupt einfach so hier verwenden und drinschneiden für sein Video? Reicht mir schon, würde also mich zum lächerlich machen wollen, das ist nur Ausdicke. Es sind bloß noch 600 Zacken, Leute. Ja, warte, ich hab ja eine Kiste. Rückstoßen, yep. Schieber, ich hab den Bären. Nein, man spielt ja mit 72 Schuss, Basti, Digga, und auch nicht mit Hohlspitz, Digga. Und auch nicht mit Handstopper. Digga, die spielen doch nicht mit Hohlspitz, Digga. Blixen hat so eine langsame Feuerrate, da brauchst du dringend. Ach, wo wollen wir einkaufen? Mal hier hinten, bei uns hinten, na komm. Da brauchst du dringend verlängert, Bro, bei der Blixen, finde ich. Ich spiel Holzspitze auf der Blixen. Ja, ich hab doch Tisch habe ich gelesen gehabt, Bro. Ich weiß nicht, ich spiel die halt anders. Also, keine Ahnung. Ich brauch das Geld, Digga, Manu, du bist übel weit weg, Bro. Nee, warte, ich bin auf dem Weg. Ich komm mit. Ist auf dem Weg, die Zone kommt auch, aber auch gleich. Einsteigen, ich fahre. Ja, auf Close verlängert, Digga. Ich spiel die auf Close verlängert, Bro. Was hat denn das damit zu tun? Das ist einfach eine schnellere Feuerrate. Kugelschnelligkeit ist doch wichtig, Alter. Das hat so eine langsame Feuerrate, die Waffe. Da hätte ich fast eine Drohne gekauft. Ich spiele die halt so, Leute, keine Ahnung. Wenn ich gefragt werde, erzähle ich, wie ich die Waffe spiele. Das Kopfgeld. Und auch nicht mit einem. Wozu ein 74er Mac? Ich spiele mit einem 54er Mac, wenn überhaupt die Waffe, nicht mit einem 74er, Bro. Stimmt. Gorengo 54 Schüsse. Ja. Du kannst ja auch mit dem vorletzten Lauf spielen auf Damage, hat Matthias auch letztens gemacht, habe ich den Tipp gegeben, hat er auch über 10 Kills nicht gemacht. Ich rede immer nur von mir, ihr könnt ihr natürlich spielen, wie ihr so wollt, um Gottes Willen, ich will das nicht schlecht reden. Ich spiele sie halt so. Was hat das mit Close zu tun oder nicht Close verlängert, Digga? Kugelschnelligkeit kannst du da auf Close genauso gut brauchen. Ich bin viel zu fett zum Rennen. Und mit dem Luftballon fliegen, Luftballon. Hey, Kita, du. Keiner sagt was, Junge. Keiner sagt was, ihr Schweine, wusstet denn's genau? Wenn ich die ganze Zeit nix sehe und nix höre und auf einmal hängt der Kita vor mir und schießt. Putz, Alter. Das der Kita sein. Wir laufen hier um. Nehmt's Auto? Die Facebook antwortet mir nicht. Die antworten nicht auf meine Kündigungsanfragen. Oh, warte mal, Autosniper. Mal, Bro, da snipe ich doch jetzt einen weg mit Ansage. Komm, Digga, am Fliegen. Wo will denn der hin mit seiner Karre? Ach, Digga, der ist schon zu weit weg. Ich nehme das nächste Seil hier. Hier ist der Treffpunkt. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. So, ein anderes Team. Guck mal doch mal. Da sammeln. Hat einer Schild weg im Auto? Hier unten in der Garage ist einer. Ah, ist das knapp gewesen, ja. Leute. Er hat einen Shieldbreak, Bro. Der ist Shieldbreak. Wir bringen uns in die Tour. Ich komme zu euch, ich komme zu euch. Ja, der ist weg auf dem Dach, komm zu mich. Der Feind schmeckt über dem Gebiet ab. Lass bloß das Ding nicht auf mich fallen, sagt ihr es.
kam. Ich komme doch. Ja, bei uns ist doch auch 37 Grad, Patrick Dinky. Bei mir im Zimmer ist es noch wärmer. Braucht man nicht rumheulen, das geht nun mal nicht so. Erst wünschen sich alle den Sommer, jetzt ist er da. Natürlich ist es scheiße warm, Leute. Aber es geht uns allen so. Also zumindest viel. Liegt noch eine Kiste. Okay. Eine Ghost Rose. Wo ist jetzt meine Sniper hingefallen, eine andere Waffe hier unten. Genau, einen Blixen, wenn er so spielen will. Bestimmt safe von rechts was. LKW, Achtung. Ja, da habt ihr du. Könnten mal noch eine Drohne kommen, ein Kurswagen vor uns. Digga, ich hab 93 Damage gemacht, bin Schild weggeschossen, den Dude gerade in dem Auto. Eliminierung bekommen. Das Gas breitet sich aus. Gleich raushauen, oder? Ja, mach mal. So rum, die Zone kommt ja auch langsam. Guck mal, wie weit wir wieder müssen. Alter, no, Bro. Wir sind über Long hier. Markiere Sammelpunkt. Komm, jetzt zieh mal den Fallschirm, du fettes Schwein, Junge. Geht doch. Ja, bei mir zieht's nicht im Fallschirm. Warte mal ein bisschen so langsam. Komm hinterher hier. Oh, links gegen euch über uns oder was? Ich kann wieder fliegt über uns fliegt der Bunkerkarte. Alles ungelootet bei uns hier. Vor uns waren Gegner gerade noch gewesen, 3-4 Stück, ja. Ich weiß nicht genau wo. Die ZV könnte auch schneller sein bei der Waffe, Alter. Wo? Na links. Wollen wir hoch auf den Berg? Jo, würde ich schon machen. Wir müssen ja eh sowieso da lang in Richtung, keine Ahnung. Wir müssen, sind wir nicht mal drin, wir müssen echt übel weit. Ey, warte ein Brocken, grüß dich, Schnuckelhase. Das Gas breitet sich aus. Wollen wir gleich weiterziehen? Macht's ja, würde ich machen. Unter Beschuss! Unter Beschuss, schreit einer von euch? Hinter uns hier oder was? Das ist bei wo dir? Kommt der jetzt her? Wo bist denn du? Ja, ich hab noch gar Soldat in der Nähe, feindlicher? Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Oh. Am Ballon war der. Oh, 2 Stück. Da ist ein runtergesprungen, auch ein Schmarker. Hinter mir kommen noch 3 Leute, Alter. Digga, willst du mich ficken, Alter? Lieg hier safe auf dem Dach. So eine Nutte. Digga, kommen die von hinten wieder. Ich hab wirklich keinen Bock mehr gerade auf die Scheiße hier. Ja, schön von hinten, ihr Nutten. Der kommt. Rechts. Oben drauf. Bin gleich wieder da. Ja, der Oberschwitzer. Oh, ja. Ich hab das Video gesehen, da haben wir schon 10 Leute hingeschickt, das Video, Digi. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Jetzt haben wir schon 10 Leute geschickt vom hässlichen DJ und DJ. Schick mal den Link rüber. Wie bitte? Schick mir mal den Link. Von dem Video? Ja. Ich hab den TikTok, ich hab den Link, ich kann den nicht öffnen. Den. Ach ja, nee, ist in der Gruppe. Ist in der Gruppe drin, ja. Dein Teammitglied hat versagt und wurde zur Basis. Da wollen wir jetzt hinfliegen, Alter, wieso nicht? Da wir da hin unsere Waffen holen, vielleicht sind die nicht mehr da. Geh mal hingucken. Alles gut, nicht schlimm, Bro. Zum Plünderungsauftrag vorrücken. Nach der Runde ist erstmal Feierabend für mich, muss ich meinen Sohnemann abholen. Nach der Runde erstmal Sohnemann abholen. Noch, Digga, ich weiß nicht, ob ich TikTok da ein bisschen nicht genau davon halten soll. Ja, hinter mir schon wieder. Ist doch alles gut, Bro. Ist doch gut, Dicky. Ja, guck mal, kannst du eh schon vergessen. Guck mal, nicht mal Zone 2 zu Ende, noch 38 Leute. Ja, irgendwie ein bisschen. Absolute Schwitzer-Lobby. Oder irgendwas anderes halt wieder. So ungefähr, ja.
Man munkelt. Unten läuft einer unter mir. Das war ein Bot. Das vom Bot. Warum war das ein Bot? Bei mir? Bot. Gegen Waffen, Manu. MP markiert. Jo, hinter mir. Die kommen zu mir. Ich werde mich rächen. Das Gas weitet sich aus. Sicherheit. Ich geh in die Zone rein, okay? Ja, ja, mach das. Links, Alex, links. Jo, es war klar, dass von hinten einer kommt, Digga. Ach, Leco Mio, Alter, Leco Mio. Ja, guck mal, es leben noch Zone 3 und es leben noch 26 Leute. Danke dir, Cordy. So, ich geh jetzt an den Darf man das eigentlich, kann ich jetzt auch mit jedem x-beliebigen Streamer, YouTuber Videos zusammenschneiden oder ist das verboten? Macht das noch, der macht das noch, der Junge, der ist heiß und hungrig. Hast du so einen Shop oben direkt, der schmeißt auf dein Dach. Der macht das noch. Komm, verdammt, weg. Von das? Ich kann nicht mehr stehen. Ja, ich bin abgeschossen. Sniper von Prison. Für mich selber ist gut. Okay. Ja, Markus, bei Montana haben sie ja auch gesagt, der hat ihnen die Erlaubnis dafür gegeben, dass die das dürfen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber scheiße, ja. Wollte ich früher mal von Elotix machen, weil ich den so feier, den Typen. So, nochmal überall Cash. Noch einen kaufen oben am Shop, Manu. Hier kaufst du ihn. Bunkerkarte noch gefunden. Ja, mal gucken, ob es diesmal klappt und runterspringen. Nein, ich halte dich auf, Junge. Ey, kommt ein LKW angefahren. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist auch aktiv. Der kommt einfach zu mir und steckt aus. Was denkt er denn? Also, was denkt er, wer er ist? Der eine von den. Da kommt noch einer. Ich brauche dich. Der ist noch K.O. Ich brauche euch. Der ist low unter mir. Zwei Leute unter mir, einer ist low. Hier sind schon Feinde gewesen. Erik hat verlassen? Hat Erik verlassen, Digga? Digga, was? Daniel, Digga, nice, Bro, Alter. Nebenan den T-Shirt laufen während der Arbeit. Hauptsache, du kriegst da Kind auf den Deckel, mein Lieber. Das sehe ich doch gerne. Das sehe ich doch gerne. MP kann aufgesammelt werden. Und?
Dann hau ich ja selber auf den Deckel. Oder ich dir, Digga. Ich kann ja auch auf den Deckel hauen, wenn du willst, Daniel. Wenigstens einer auf den Deckel hauen kann. Da wirst du dessen Einverständnis für einholen müssen. Aber die Leute machen doch auch Videos mit mir oder anderen Streamern und holen auch nicht meine Einverständniserklärung. Wisst ihr, wie ich meine? Dankeschön. Deswegen frage ich ja einfach. Mir ist das scheißegal, also ich bin ein kleiner Streamer oder so, wisst ihr? Ich finde das ja lustig. Aber ich will einfach mal wissen, wie die rechtliche Lage ist. Und Waffen von mir sind weg hier oder was? Plätzchen Dünches. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Feindliche Drohne ist aktiv. Oh, Schussverkauf, ich hätte noch mal Selfie und Selfie. Hol mal Platten bitte noch einmal, Leute. Komm, seid am Shop da nochmal dran. Eine Platte. Danke schön, Ronny. Hier ist der Treffpunkt. Vergesst. Ich habe mich anvisiert. Ja. Also mich juckt das ja nicht, ob die da, aber ich finde das schon einfach. Einfach andere Videos zu nehmen, die hochzuladen und zusammenzuschneiden von anderen. Ich kann am nächsten Fall einfach mal fragen. Weil ich hätte im Leben nicht Nein gesagt, wisst ihr, wie ich meine? Aber man kann doch einfach vorher sagen, du, Digga, ich würde da ein Video was rausschneiden. Wenn ich das wieder machen würde mit irgendjemandem, würde ich wieder wahrscheinlich auf die Fresse kriegen, ich würde eine anzeigen, hundertprozentig. Zum Glück habe ich. Manu, kaufst du mir mal Platten ein, Schnucki, ich hab nix. Warte. So. Oben von der Tankstelle. Ja, ich habe keine Waffen, nix, Leute. Ich muss gucken, wie ich es mache. Ja, macht ja derjenige. Macht ja derjenige, Anja. Es geht ja nicht darum, dass ich ein Video hochladen möchte, sondern dass jemand ein Video hochgeladen hat. Digga, geh mir doch nicht auf den Sack da oben, Junge. Wir müssen ja zu uns kommen, die Penner. Da oben. Das stimmt nicht, Daniel, Digga. So ein Quatsch, Sani, das stimmt nicht. Man darf nicht einfach Videos von anderen benutzen und damit Geld verdienen. Das geht nicht, das kannst du knicken. Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Das hat der Montana Black auch diesen komischen Kevin da erlaubt, dass er das machen darf. Solange die Leute damit Geld verdienen, mit anderem Content, ist das verboten, Digga. Hat auch nichts mit Musik zu tun. Meine Stimme ist bei jemandem zu hören und das, wenn ich das nicht möchte, möchte ich das nicht. Scheiße. Bin du auch gestorben, Junge. Die müssen alle zu uns kommen jetzt, die Penner, Alter. So, Alex, einer ist in dem Haus drin und der andere ist rechts davon oben fehlt. Vor dir ist einer. Links. Wir müssen auch aus dem Haus raus, ich habe keine Waffen, keine Muni. Links am Fenster oben. Ich hab keine Muni mehr. Digga, komm! Kannst du mal einkaufen, ne? Ist das ein Shop? Hinter dir. Wie ich da hochkomme? Was hinter mir ist? Was ist? Ach, so. Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Alles bitte. Gut, alles gut. Ach, ich dachte, da war ein Shop gewesen, ey. Ne, ich schaff's eh nicht. Ronny, komm mal her, Platten, Ronny, komm mal zu mir mit. Hier, 1, 2, 3. Fuck, Alter, das könnte man echt noch reißen, ne? Ja, so viele sind es nicht mehr. Muss irgendwie hoch zum Shop kommen. Ne, der hätte oben über die Treppe laufen können, innen drin. Ach so. Okay. Hab ich einen Shop zum Werfen, siehst du, alles easy. Sehr stark. Den werfe ich ab oben auf dem Dach, Digga, ich gehe da. Aber ich komme jetzt so nicht mehr hoch, ne? Dann schmeiß ich einfach von. Wenn du Gas gibst. Warte mal, wie sieht das hier aus? Ah,
Maschine, Junge, Maschine. Yeah, Bro. Let's go, my man. My fucking man. Wir können mal Platten gleich kaufen, dann, Ronny. Ich könnte dann versuchen, nochmal übers Loadout zu gehen. Könntest du probieren? Ja, probier dein Glück. Du brauchst eigene Waffen. Ansonsten haben wir hier keine Chance. Ich habe auch keinen mehr so richtig. Jo, wo sind die alle da vorne, oder was? Ah, hier bei mir, ja, ich sehe schon hier. Hier. Nein. Oben drauf gelandet, oder was? Das ist der Beste, Alter. Naja, der gammelt hier. Scheiße, Digga. Ja, NZ, was willst du anders? Geh jetzt dahin und mach die Lupe, Alter, juckt mich nicht. Noch zwei oder was die da schießen, Junge? Ihr Pussys, Alter. Hoffentlich nerven sie die Scheißwaffe morgen, ey. Junge, Junge. Ärgerlich, Leute. Ich wünsche euch natürlich trotzdem noch einen schönen Nachmittag, ihr Lieben. Jo, Dieter, wir hören uns am Modis. Dann, ja? Haut rein, Guys. Ciao, ciao. Tschüss. Anzeige ist raus. So, Freunde, für euch natürlich auch noch einen schönen Nachmittag, ihr Lieben. Wir holen jetzt gleich Timmy ab. Schön, dass ihr da gewesen seid. Heute Abend 18 Uhr Ladies Night. Ich freue mich drauf. Da geht's wieder rund. Und denkt dran, erste Runde wieder Solo ohne Game Sound Challenge. Haut rein. Bis heute Nachmittag oder heute Abend. Heute Nachmittag, späten Nachmittag, frühen Nachmittag. 18 Uhr bin ich wieder für euch am Start. Haut rein, Guys. Bye, bye.